Es geht in diesem Video um ausgewählte, immer wieder unbeabsichtigt oder auch beabsichtigt gemachte Fehler im wissenschaftlichen Arbeiten, die dazu führen, dass die Wissenschaft leider zu Recht ein ernsthaftes Glaubwürdigkeitsproblem hat. Dieses Video ist aus der Sicht der breiten Öffentlichkeit heraus konzipiert und dementsprechend so aufbereitet, dass es hoffentlich für eine breite Zielgruppe verständlich ist. Insbesondere möchte ich aber die Produzenten empirischer Ergebnisse ansprechen, die gerne seriös arbeiten möchten, in ihrem Studium aber meist nur unzureichend in seriöser wissenschaftlicher Arbeit geschult werden. Die Themen dieses Videos sind universell in allen empirisch arbeitenden Disziplinen relevant. Die meisten Beispiele sind aus der Medizin entnommen, einfach weil Medizin erstens ein Thema ist, das jeden und jede existenziell berührt, und zweitens lassen sich hier besonders gute allgemeinverständliche Beispiele finden. Manche konkrete Themen spielen auch außerhalb der Wissenschaft, im Alltagsleben eine Rolle. In solchen Fällen verwende ich zur Illustration dann auch das eine oder andere Beispiel aus dem Alltag. Alle hier verwendeten Begriffe, die Ihnen vielleicht gerade nicht präsent sind, finden Sie in der deutschen und englischen Wikipedia. Bei manchen Punkten in diesem Video könnten Sie auf den Gedanken kommen, das sind doch so einfache, offenkundige Sachverhalte. Das ist doch klar, dass man das nicht falsch macht. So etwas braucht man doch nun wirklich nicht lang und breit zu thematisieren. Meine Antwort ist, ich habe nur Sachverhalte in dieses Video aufgenommen, die nach meiner Beobachtung geradezu alltäglich im wissenschaftlichen Betrieb und genauso in den Medien falsch gemacht werden. Die Sachverhalte sind halt klar, wenn man wie in diesem Video mit der Nase darauf gestoßen wird. Aber in der täglichen Praxis macht man den Fehler halt doch, wenn man nicht dafür sensibilisiert ist. Dafür ist dieses Video da. Ich beginne mit einem grundsätzlichen Punkt, der leider die allermeisten Berichte über wissenschaftliche Ergebnisse in den Publikationsmedien, die ich bisher gelesen habe, von vornherein vollständig wertlos macht. Diese Erkenntnis ist in der breiten Öffentlichkeit und bei Journalisten offenbar weitgehend unbekannt. Praktisch alle mir bekannten Berichte in Medien beziehen sich auf einzelne Studien und leiten daraus selbstverständlich Erkenntnisse ab. Selten hinterfragt, höchstens wenn im Widerspruch zu früheren Berichten über andere Studien. Leider ist es in vielen Disziplinen auch kaum üblich, mehrere Studien zur selben Forschungsfrage zu erstellen. Gerade die eher publikumswirksamen Artikel, die viel Aufmerksamkeit bekommen, berichten doch meist über das Ergebnis einer einzelnen Studie. In der Regel ist das aber schlicht und einfach Unfug. Und zwar auch dann, wenn Durchführung und Auswertung der Studie allen Anforderungen an wissenschaftliches Arbeiten absolut genügen. Um zu entscheiden, ob eine wissenschaftliche Aussage ausreichend gut belegt ist, muss immer die gesamte Studienlage betrachtet werden. In der Regel braucht es viele gute Studien für eine fundierte Aussage. Wir müssen uns klar machen, was es für Konsequenzen hat, wenn Berichte über wissenschaftliche Erkenntnisse auf einzelnen Studien beruhen. Publiziert werden natürlich besonders gerne interessante, um nicht zu sagen spektakuläre Ergebnisse. Aber tendenziell muss man davon ausgehen, dass genau diese Studien eher diejenigen sind, die, trotz aller Sorgfalt, auf falschen Ergebnissen beruhen, die durch statistische Fluktuation hervorgerufen wurden. Auch in der Wissenschaft, gerade bei den höchst angesehenen Zeitschriften, ist die Attraktivität der Ergebnisse ein wichtiges Auswahlkriterium, welche Studien publiziert werden und welche nicht. Von den Publikumsmedien ganz zu schweigen. Leider führt das in der Konsequenz dazu, dass viele wichtige Studien nicht erscheinen und daher die Gesamtstudienlage oft systematisch verzerrt wird. In sehr vielen, auch politisch relevanten Fällen, ergibt sich dadurch eine extreme Verzerrung, weil mehrere Studien zwar erstellt wurden, die dem spektakulären Ergebnis widersprechen, aber nicht veröffentlicht wurden. Die eine Studie, die das spektakuläre Ergebnis stützt und daher wohl eher als ein statistischer Ausreißer zu werten ist, die eine Studie wird veröffentlicht und prägt die Meinung der Öffentlichkeit. Nicht verschwiegen werden soll der gar nicht so seltene Fall, dass Studien in der Schublade verschwinden, weil die Ergebnisse dem Geldgeber nicht ins Konzept passen. Es ändert sich etwas, nur langsam, aber immerhin, zumindest in manchen Disziplinen wie der Medizin. Die Grundidee ist, dass eine Studie vor der Durchführung, also allein auf Basis von Forschungsfrage und Konzeption, zur Veröffentlichung angenommen wird. Die empirischen Ergebnisse werden dann nach der Durchführung der Studie eben nachgeliefert. Der Punkt ist, die Ergebnisse können sein, wie sie wollen,
Sie werden publiziert. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich dieser Trend breit durchsetzen wird. Dennoch bleibt es bei der Gesamtschlussfolgerung. Die Berufung auf eine Studie oder eine gewisse Menge von Studien ist schlicht und einfach unseriös. Denken Sie daran, wann immer Sie einen Satz lesen wie "Es gibt dazu Studien" oder auch "Das wurde in Studien nachgewiesen". Wir müssen uns leider damit abfinden. Wir können einer wissenschaftlichen Aussage nicht einfach einen binären Wahrheitswert wahr oder falsch zuordnen. Rein theoretisch reden wir von einem Sicherheitsgrad zwischen 0 und 100%, der allerdings meist überhaupt nicht klar definierbar ist. Wegen dieser fehlenden Definierbarkeit lässt er sich natürlich erst recht nicht wirklich bestimmen, sondern allenfalls grob abschätzen, mit einem nicht zu vernachlässigenden Interpretationsspielraum. Der Sicherheitsgrad spiegelt unser aktuelles Wissen über den Sachverhalt wider, das sich natürlich jederzeit durch neue Evidenz verändern kann, vielleicht weiter bestärkt wird, vielleicht aber auch relativiert. Wenn man das wirklich genau nimmt, erlaubt selbst ein mathematischer Beweis keine hundertprozentig sichere empirische Vorhersage. Zum Beispiel, irgendwo im Universum könnte es eine Fläche geben, die wir mit vernachlässigbarem Fehler als Ebene ansehen und eine geschlossene Kurve darauf, die wir mit vernachlässigbarem Fehler als Kreis ansehen, und das Verhältnis von Durchmesser und Umfang des Kreises ist doch nicht gleich Pi. Aber die Formel für Durchmesser und Kreisumfang ist so gut gesichert, dass es für einen Ingenieur und selbst für einen Astrophysiker ganz sicher kein Kunstfehler wäre, ungeprüft von ihrer Richtigkeit auszugehen. Auf der anderen Seite des Spektrums, wie gesagt, eine einzelne Studie macht in der Regel noch keine wissenschaftliche Erkenntnis. Es gibt natürlich Ausnahmen. Da sind zum Beispiel einige wenige sehr groß angelegte und dementsprechend sehr teure medizinische Studien über mehrere Jahrzehnte hinweg, die einen ganz anderen Sicherheitsgrad bieten als die Studien von normaler Größenordnung. Anderer beispielhafter Fall, wenn die Datenlage vollständig ist und die Forschungsfrage durch rein deskriptive statistische Methoden beantwortet werden kann, wie zum Beispiel häufig bei demografischen Betrachtungen, dann kann ebenfalls eine einzelne Studie ausreichen. Wir bleiben noch kurz speziell bei der Medizin und wagen einen kleinen Exkurs in ein umstrittenes Thema. Es gibt Länder mit evidenzbasierter Medizin und es gibt Länder mit eminenzbasierter Medizin. Ich überlasse es dem Zuhörer nachzuschlagen oder sich selbst zu denken, was mit eminenzbasierter Medizin gemeint sein könnte. Ein häufiger Kritikpunkt ist, dass auch Studien nach Goldstandard keine wirklich gesicherte Erkenntnis bieten. Diese Kritik geht in zweifacher Weise am Wesen der evidenzbasierten Medizin vorbei, denn wie in diesem Video schon gesagt, geht es erstens nicht um hundertprozentig gesicherte Erkenntnis und zweitens bilden nicht einzelne Studien, sondern die gesamte verfügbare Evidenz die Grundlage für eine Einschätzung. Ein weiterer Kritikpunkt zeigt sehr schön, dass streng evidenzbasierte Medizin absolut nicht identisch ist mit dem, was landläufig Schulmedizin genannt wird. Der Begriff Schulmedizin ist allerdings nicht hundertprozentig eindeutig definiert. Ich verwende ihn hier nach meinem persönlichen Verständnis. Die sogenannte Schulmedizin definiert die Wirksamkeit einer medizinischen Behandlung durch Heileffekte, die über den reinen Placebo-Effekt hinausgehen, und blendet die Heilwirkung durch Placebos damit aus. Erst in jüngerer Zeit ändert sich daran etwas. Die Schulmedizin lehnt alternative Ansätze unter anderem deshalb ab, weil die Erklärungsansätze, etwa bei Homöopathie, dem naturwissenschaftlichen Weltbild widersprechen. Strikt evidenzbasierte Medizin hingegen akzeptiert alles, egal was, sofern es nur ausreichende Evidenz für die Wirksamkeit gibt, und lehnt alles ab, egal was, wofür es keine ausreichende Evidenz gibt. Natürlich auch mit der Unterscheidung, ob die Wirkung auf dem Placebo-Effekt beruht oder auf etwas anderem. Zur Klarstellung möchte ich darauf hinweisen, dass ich in diesem Video keine Position zur Kontroverse Schulmedizin versus Alternativmedizin beziehe. Ein wesentlicher Aspekt wird von Kritikern übersehen. Strikte Evidenzbasierung strebt nach differenzierter Evidenz, also welche Patientengruppen statistisch besonders gut von einer Behandlung profitieren, bei welchen Patientengruppen mit Nebenwirkungen zu rechnen ist, wie die Behandlung auf bestimmte Patientengruppen anzupassen ist und so weiter. Ebenso viel Evidenz wie möglich für einen konkreten Fall. Wenn man vom strikten Pfad der Evidenzbasierung abweicht, also
eminenzbasiert die frei gebildete Meinung des einzelnen behandelnden Mediziners oder Heilers entscheiden lässt, bekommt man hingegen zwangsläufig eine Differenzierung nach Mediziner bzw. Heiler, weniger eine Differenzierung nach Patient. Im Extremfall bekommt der Patient von jedem Mediziner oder Heiler eine andere Meinung zu hören, die wohl eher dessen persönliche Vorlieben, um nicht zu sagen Vorurteile, widerspiegelt. Weit über das Thema Medizin hinaus lässt sich leider generell Folgendes festhalten. Es gibt eine ganze Menge Evidenz aus den verschiedensten Bereichen dafür, dass die Erfahrung von Experten nicht unbedingt wesentlich häufiger zutrifft, als wenn man einfach eine Münze werfen würde. Beeinflussung des Expertenurteils durch Eigeninteressen kommt noch obendrauf. Die Wissenschaft strebt zu Recht danach, Eminenzbasierung zu überwinden und Evidenzbasierung zu erreichen. Leider in vielen Bereichen nicht so richtig konsequent. Ein letzter häufig geäußerter Kritikpunkt: Wenn es für keine in Frage kommende Behandlungsart für ein Leiden ausreichende Evidenz gibt, was soll der Arzt dann tun? Nun, die Antwort kann nur sein, entweder möglichst konservativ, also vorsichtig und schonend behandeln, was ja nicht unbedingt immer das Schlechteste ist, oder den Patienten möglichst gut aufklären und ihm dann die Entscheidung überlassen, damit keine Missverständnisse entstehen. Ich befürworte damit nicht die real existierenden Gesundheitssysteme in diversen Ländern, die sich evidenzbasiert nennen. Auch in diesen Ländern basieren medizinische Entscheidungen großenteils auf medizinfremden Erwägungen, zum Beispiel finanzieller oder versicherungsrechtlicher Natur. Wir kommen nun zu den verschiedenen Problemen, die in einzelnen statistischen Studien stecken können. Statistische Signifikanz betrachten wir als erstes. Jede Studie hat ein Signifikanzniveau, das praktisch niemals auf 100% liegt. Wir müssen uns die praktischen Konsequenzen klar machen. Zum Beispiel Signifikanzniveau 95% bedeutet nicht, dass mit 95%iger Wahrscheinlichkeit das Ergebnis richtig ist, sondern es bedeutet, sollte die Nullhypothese stimmen, sollte es also gar nichts zu berichten geben, dann tritt mit höchstens 5%iger Wahrscheinlichkeit zufällig eine so hohe Abweichung von der Nullhypothese auf, dass das Studienergebnis fälschlich positiv wird. Diese Formulierung ist allgemein und an die Fachsprache angelehnt, lässt sich aber gut anhand von Beispielen illustrieren. 100 Hypothesen könnten beispielsweise 100 neu entwickelte Medikamente sein, die auf Wirksamkeit getestet werden. Die Hypothese ist, dass das Medikament wirksam ist. Ein falsch positives Ergebnis heißt, dass ein unwirksames Medikament durch statistische Fluktuation fälschlich als wirksam eingestuft wird. 100 Hypothesen könnten auch 100 Patienten sein, die auf eine Krankheit getestet werden, etwa AIDS. Die Hypothese ist dann, dass der Patient AIDS hat und ein falsch positives Ergebnis wäre ein fälschlich HIV-positiv getesteter Patient. Um die praktischen Konsequenzen daraus zu beleuchten, brauchen wir noch eine Kenngröße, die oft gar nicht bekannt ist, nämlich wie viele der Hypothesen eigentlich falsch sind. Also beim Beispiel Medikamente von eben, wie viele getestete Medikamente tatsächlich unwirksam sind. Oder beim Beispiel AIDS, wie viele der getesteten Patienten tatsächlich kein AIDS haben. Das ist die Prozentzahl X im Folgenden. Es geht uns hier nur ums Prinzip. Daher ist es okay, wenn wir die Realität ein bisschen vereinfachen, um die Rechnung einfach zu halten. Konfidenzniveau 95% bedeutet, dass höchstens 5% aller falschen Hypothesen fälschlich positiv getestet werden. Der Einfachheit halber gehen wir von dem Fall aus, dass es genau 5% sind. Natürlich können auch zutreffende Hypothesen fälschlich negativ getestet werden. Diesen Fall schließen wir zur rechnerischen Vereinfachung ebenfalls aus. Und wir gehen davon aus, dass die Fehler in den einzelnen Tests wirklich nur statistische Fluktuationen sind. Unter diesen vereinfachenden Annahmen kann man jetzt leicht zwei einfache Fakten berechnen. Das ist die unmittelbare Umsetzung der Annahme, dass genau 5% aller falschen Hypothesen fälschlich positiv getestet sind. Und das ist die unmittelbare Umsetzung der Annahme, dass alle zutreffenden Hypothesen positiv getestet werden. Wenn die Fehler rein auf statistischen Fluktuationen beruhen, also dritte Annahme, dann kann man beide Ergebnisse zusammen betrachten und es ergibt sich eine ernstzunehmende Konsequenz. Zunächst der harmlos, rein akademisch scheinende Punkt.
Ohne dieses X zu kennen, kann man nicht berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine positiv getestete Hypothese tatsächlich zutreffend ist. Der krasse Punkt ist, wenn nahezu alle Hypothesen falsch sind, ist eine positiv getestete Hypothese mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht zutreffend. Diese Erkenntnis hat fundamentale Konsequenzen, die sich wieder an medizinischen Beispielen besonders gut verdeutlichen lassen. Wenn Sie sich auf eine Krankheit testen lassen, die sehr selten vorkommt, zum Beispiel AIDS, und das Ergebnis ist positiv, dann sind Sie wahrscheinlich nicht infiziert. Ein noch umfassenderes, verstörendes Beispiel sind neu entwickelte Medikamente, die für die Zulassung auf Wirksamkeit getestet werden. Wir wissen das X natürlich nicht und werden es auch nie erfahren. Wir nehmen hier einfach als Rechenbeispiel an, dass 10 von 100 neu entwickelten Medikamenten tatsächlich wirksam sind, also 90 von 100 sind nicht wirksam. Dann sind also 10 von 100 Medikamenten positiv getestet und wirksam. Gut. Aber 5% der 90 unwirksamen sind ebenfalls positiv getestet, das sind 4,5. Somit wären 31% aller positiv getesteten Medikamente unwirksam. Wir kommen nun zum Kardinalproblem der angewandten empirischen Wissenschaft. Welche validen Schlüsse darf man überhaupt aus den Ergebnissen einer Studie ziehen und welche nicht? Sie können die Aufzählung auf dieser Folie als eine nicht abschließende Checkliste verstehen. Gehen die Schlussfolgerungen über den Ausschnitt der Welt hinaus, der in der Studie behandelt wurde? Das heißt, enthalten die Schlussfolgerungen Verallgemeinerungen? Meistens ist das so. Die Frage ist, inwieweit diese Verallgemeinerungen zulässig oder unzulässig sind. Ein schön subtiles Beispiel ist Bildungsforschung, sowohl an Schulen als auch an Hochschulen. Viele Studien werden in den USA oder anderswo im angelsächsischen Bereich erstellt. Das System dort ist in vielerlei Hinsicht subtil, aber entscheidend anders. Ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis ist der Einsatz von Interaktionen zwischen Dozent und Studierenden in den Vorlesungsterminen. Auch wenn eine Methode in den USA als erfolgreich evaluiert wurde, muss sie bei uns noch lange nicht erfolgreich sein. Zum Beispiel aus dem Grund, dass Anwesenheit in den USA in der Regel viel verbindlicher ist als bei uns. Die Studierenden dort können aktivierenden und somit unbequemen Formaten, auf die man sich vielleicht sogar noch vor der Vorlesung vorbereiten müsste, nicht so leicht durch Abwesenheit ausweichen wie bei uns. Oft will man aus statistischen Durchschnittswerten eine Aussage über den Einzelfall ableiten. War die Auswertung der Rohdaten dafür granular genug? Zum Beispiel bei Studien zu Nutzen und Schaden medizinischer Behandlungen. Wurde zwischen den Geschlechtern, zwischen alt und jung und zwischen leichten und schweren Fällen unterschieden? Das ist wichtig, denn bei vielen medizinischen Behandlungen zeigen sich hier deutliche Unterschiede. Bei einer Behandlung, die unterm Strich mehr Nutzen als Schaden bringt, kann der Schaden für Teilgruppen durchaus massiv größer als der Nutzen sein. Meist wird ja eh nur die Zusammenfassung zu einer Studie gelesen, oft sogar nur aus der Sekundärliteratur. Auch sorgfältig arbeitende Wissenschaftler tappen hier in Fallen, erst recht Journalisten, die wenig vom Fach verstehen und beim Abfassen eines Artikels vor allem die verkaufte Auflage bzw. im Online-Journalismus die Klickrate im Auge haben müssen. Eine Zusammenfassung muss kurz und zugleich leicht verständlich und nach Möglichkeit auch attraktiv sein. Diese Anforderungen führen sehr leicht zu irreführenden Formulierungen. Beachten Sie, dass jede subtile sprachliche Feinheit einen krassen Unterschied machen kann. Denken Sie etwa an den häufigen Fall, wo im Langtext abschwächende, relativierende, konjunktivische Formulierungen gebraucht werden und in der möglicherweise von jemand anderem verfassten Zusammenfassung werden daraus dann absolute Gewissheiten. Einfach nur durch sprachliche Vereinfachung und Glättung. Weglassen von vermeintlich unnötigen relativierenden Wörtern und Ersetzen von Konjunktivformen durch einfachere Indikativformen. Ein anderes Problem findet sich häufig etwa in Berichten über psychologische und soziologische Studien. Zuweilen erweckt die Zusammenfassung bzw. der publikumswirksame Artikel den Eindruck, dass alle Probanden ein bestimmtes Verhalten an den Tag gelegt haben. In Wirklichkeit war es aber nur das durchschnittliche Verhalten. Eine signifikante Zahl von Probanden hat dieses Verhalten nicht gezeigt. Wenn nun geschlussfolgert wird, dass der Mensch eben so und so sei, dann ist das falsch. Nicht der Mensch an sich ist so. Ein ganz konkretes Beispiel dafür ist das berühmte Milgram-Experiment. Nicht alle Probanden waren bereit, dem Lernenden auf Befehl hin vermeintlich schmerzhafte Stromstöße zu verpassen,
Eine nicht vernachlässigbare Zahl von Probanden hat sich von vornherein oder spätestens nach dem ersten Stromstoß geweigert. Autoritätshörigkeit bis zum Äußersten liegt also nicht unveränderlich in der biologischen Natur des Spezies Homo sapiens, wie es häufig aus dieser Studie abgeleitet wird. Ein weiteres Beispiel ist der Placebo-Effekt. Meines Wissens ist Konsens, dass er nur bei einem gewissen Prozentsatz aller Menschen überhaupt wirkt. Man liest häufig 30% als Hausnummer. Trotzdem finden sich viele populäre Texte, die so klingen, als hätte der Placebo-Effekt alle Menschen fest im Griff. Leider muss man feststellen, dass selbst in seriösen Quellen häufig zur sprachlichen Vereinfachung oder warum auch immer die Information weggelassen wird, dass nur über den Durchschnitt etwas ausgesagt wird. Und es klingt so, als wäre die Aussage für alle gültig. Andersherum gesprochen, wann immer Sie etwas über die Menschen oder die Männer oder die Frauen oder die Deutschen und so weiter lesen, gehen Sie bis zum Beweis des Gegenteils von einer unzulässigen Verkürzung aus. Die Grenzlinie zwischen validen Schlussfolgerungen einerseits und spekulativen Interpretationen andererseits wird leider allzu häufig überschritten, ohne dass beides sorgfältig voneinander getrennt wird, also ohne dass Spekulationen als solche kenntlich gemacht werden. Leider häufig bislang gefunden habe ich den Fall, dass eine gut belegte Tatsache quasi in einem Atemzug ergänzt wird durch eine überzeugend klingende, aber bei genauerem Hinsehen ganz und gar unbelegte Behauptung. Ich gehe überhaupt nicht von böser Absicht aus, sondern es wird einfach die Metainformation vergessen, was jetzt Fakt und was Spekulation ist. Oder der Autor hat sich die Unterscheidung selbst gar nicht genau überlegt. Ein weiteres Grundproblem. Statistik liefert nur Korrelationen. Eigentlich sind wir aber immer an kausalen Zusammenhängen interessiert. Ein konkretes, leidiges Beispiel. Leute haben etwa einen schlechten Schufa-Eintrag oder bekommen nur schlechte Kreditkonditionen angeboten oder müssen hohe Versicherungsprämien zahlen oder bekommen keinen Handyvertrag, einfach weil irgendwelche Kenngrößen bei ihnen hoch sind, die auch bei vielen Leuten mit schlechten Risiken hoch sind. Zum Beispiel Anzahl Mobilfunkverträge oder Anzahl Bankkonten oder bei manchen Agenturen auch nur ein Wohnort mit hoher Dichte an Zahlungsausfällen. Tja, Pech gehabt, wenn man selbst eigentlich ein gutes Risiko ist. Die Agenturen gehen halt nach Korrelationen, nicht nach Kausalitäten. Zumindest Kfz-Versicherungen machen inzwischen einen Schritt weg von Korrelation hin zur Kausalität durch Überwachung des Fahrstils. An einem riskanten Fahrstil sind sie selbst schuld. Jede Kausalität impliziert natürlich eine Korrelation, aber umgekehrt ist der Zusammenhang weitaus weniger klar, selbst wenn der Korrelationskoeffizient hoch ist. Es kann natürlich durchaus sein, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen den beiden Messgrößen A und B genau so besteht, wie er vermutet wird. Es kann aber auch genau umgekehrt sein. Wann immer Sie von einem kausalen Zusammenhang lesen, drehen Sie die Kausalität spaßenshalber einmal um. Wenn der umgedrehte Zusammenhang, also B verursacht A, plausibler und weniger spektakulär ist, dann ist der vermutete Zusammenhang, dass B von A verursacht wird, vermutlich falsch. Zum Beispiel folgende Korrelation. Nach diversen Studien sind gut gelaunte Optimisten gesünder als depressive und pessimistische Menschen. Der Fehlschluss ist so offensichtlich, dass man nicht glauben kann, wie oft und wie kommerziell erfolgreich aus dieser Korrelation gefolgert wird, dass man eben optimistischer und glücklicher werden soll, um gesund zu bleiben. Oder auch diese Korrelation. Es ist bekannt, dass Ehemänner länger und gesünder leben als unverheiratete Männer. Häufig wird daraus geschlussfolgert, dass die Ehe den Männern gut tut. Plausibler und weniger spektakulär ist die umgekehrte Kausalität, dass Männer mit schlechterer Gesundheit und dementsprechend geringer Lebenserwartung auch seltener heiraten bzw. geheiratet werden. Meines Wissens gibt es sogar Studien, die genau das herausgefunden haben wollen. Noch ein anderes Beispiel ist die Korrelation zwischen Gesundheit und Körpergewicht. Es ist bei konkreten Zusammenhängen mit diversen Krankheitsbildern nicht von vornherein gesagt, dass das Körpergewicht einen kausalen Einfluss auf die Gesundheit hat, sondern es könnte zunächst einmal auch umgekehrt sein. Die Krankheit kann auch einen Einfluss auf das Körpergewicht haben. Das sind keine akademischen Spielereien. Aber Millionen Menschen vertrauen darauf, dass Abnehmen gesünder macht und nehmen die physischen und psychischen Nebenwirkungen des Abnehmens bis hin zu erhöhter Unfall- und Suizidgefahr dafür wissentlich oder oft sogar unwissentlich in Kauf. Selbstverständlich äußere ich hiermit keine Meinung zum Thema Abnehmen, ich möchte nur Denkanstöße geben.
Der häufigste Fall von Fehlinterpretation von Korrelationen dürfte aber dieser sein, nämlich dass A und B in einer allenfalls indirekten oder gar keinen kausalen Beziehung zueinander stehen. Man spricht auch von einer Scheinkorrelation, die Korrelation erweckt also nur den Anschein einer direkten kausalen Beziehung. Dieser Fall ist so wichtig und komplex, dass wir ihn auf der nächsten Folie intensiver betrachten werden. Was kann man nun tun? Leider gibt es kein Patentrezept, wie man von einer Korrelation auf den korrekten kausalen Zusammenhang schließen kann. Man kann schon einiges tun, aber das kostet immensen Zusatzaufwand. Wo es möglich ist, bietet es sich an, Studien unter Laborbedingungen durchzuführen, indem man die verschiedenen Einflussgrößen festhalten und systematisch variieren kann. Das ist natürlich bei weitem nicht bei allen wissenschaftlichen Fragestellungen möglich. Man kann sich plausible alternative Kausalitäten überlegen und in separaten Studien untersuchen. Damit kann man zumindest die alternativen kausalen Zusammenhänge ausschließen, die man so untersucht hat. Aus Kosten- und Zeitgründen sind wohl die meisten Studien als Querschnittstudien angelegt. Das heißt, man misst alle Proben einmalig und zwar mehr oder weniger zum selben Zeitpunkt. In einer Längsschnittstudie misst man mehrfach über einen längeren Zeitraum hinweg und erhält so einen zeitlichen Verlauf der Größen. Wenn der Verlauf der Größe A mit zeitlicher Verzögerung dem Verlauf von Größe B folgt, dann ist die These schon arg unplausibel, dass B von A verursacht wird. Nun also wie angekündigt zu dem Fall, dass die Korrelation von A und B durch eine dritte Ursache C oder durch gar nichts bedingt ist. Der Fall, dass zwei korrelierende Größen nicht in einer direkten kausalen Beziehung zueinander stehen, wird leider häufig mit Beispielen eingeführt, die das Problem ins Lächerliche ziehen. Zum Beispiel die durchaus ordentlich starke Korrelation zwischen der Größe der Storchenpopulation und der Geburtenrate. Der Kausalschluss, dass der Storch die Kinder bringt, ist so offensichtlich invalid, dass man sich leicht über das Problem erhaben fühlt nach dem Motto: Mir kann ein solcher Fehlschluss nicht passieren. Kann er doch. Machen Sie sich klar, wenn zwei Größen über denselben Zeitraum gemessen werden und jede der beiden Größen tendenziell steigend oder fallend ist, dann sind die beiden Größen zwangsläufig signifikant stark miteinander korreliert. Problematisch wird es, wenn ein kausaler Zusammenhang zwischen zwei stark korrelierenden Größen A und B durchaus sachlich plausibel erscheint. Es kann auch dann immer noch sein, dass die Korrelation allein darauf beruht, dass A und B tendenziell monoton sind oder sich sonst wie tendenziell parallel zueinander entwickeln. Und zwar sogar dann, wenn A und B überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ich werde mich auf drei Spielarten des Vergleichs von Äpfeln und Birnen beschränken. Natürlich gäbe es unendlich viel mehr dazu zu sagen. Vergessen Sie jede Studie über Menschen und Kollektive, bei denen nicht die demografischen Faktoren herausgerechnet worden sind, also Alter, Geschlecht, Einkommen, Bildungsgrad, Gesundheit, ethnische Zugehörigkeit und so weiter. Denn die Erfahrung lehrt, dass statistische Auffälligkeiten häufig stark mit einzelnen demografischen Faktoren korrelieren, was vermuten lässt, dass die wahre Ursache woanders liegt. Dazu könnten unzählige Beispiele zitiert werden. Ich gebe Ihnen dafür ein Beispiel, das seine Würze durch die jahrzehntelange starke Wirkung auf Wissenschaft und öffentliche Meinung erhält. Zumindest in früheren Zeiten und zumindest in Deutschland waren Protestanten im Schnitt wirtschaftlich erfolgreicher als Katholiken. Der berühmte Soziologe Max Weber behauptete, dass das protestantische Arbeitsethos die Ursache sei. Eine Studie aus dem Jahr 2008 legt hingegen nahe, dass der höhere durchschnittliche Bildungsgrad der Protestanten den Effekt schon völlig erklärt. Unterschiede im Bildungsgrad haben vielfältige Ursachen, bei weitem nicht nur religiöse, sodass die Aussage von Max Weber zumindest als unbelegt angesehen werden muss. Als erstes ein schönes Beispiel, das alle Raucher erfreuen wird. Rauchen verhindert tatsächlich Alzheimer. Das lässt sich sehr leicht statistisch nachweisen, denn unter Rauchern finden sich nun einmal weniger Alzheimer-Kranke als unter Nichtrauchern. Ich denke, der Leser und Zuhörer wird sich selbst ausmalen können, welche Umstände bei Rauchern dazu führen, dass sie weniger Alzheimer-gefährdet sind als Nichtraucher. Ironie aus. Anderes Beispiel. In der Hochschulpolitik wird immer wieder mit der Studierendenquote in den verschiedenen Nationen argumentiert, das heißt, wie hoch der Anteil der Hochschulabsolventen an der gesamten Alterskohorte ist. Deutschland schneidet da immer wieder schlecht ab, was immer wieder zu Forderungen nach Erhöhung der Studierendenquote führt. Der Grund für das angeblich schlechte Abschneiden ist aber ein positiver,
nämlich das duale Ausbildungssystem, das es so anderswo nicht gibt und das leider in diesen Studien nicht einbezogen wird. Noch ein kurzes Beispiel zum Abschluss dieses Einzelpunktes. Die Kriminalitätsraten verschiedener Städte oder Länder oder verschiedener Jahre sagt nicht unbedingt etwas über die tatsächliche Kriminalität aus. Die Neigung der Menschen, Delikte anzuzeigen, kann durchaus variieren und den Unterschied teilweise oder ganz erklären. Bei bestimmten Deliktarten kann auch die Neigung der Staatsanwaltschaft, angezeigte Delikte ernst zu nehmen und zu verfolgen, durchaus variieren, etwa bei Sexualdelikten. Bleiben wir kurz noch bei der Kriminalitätsrate als Beispiel. Die Anzahl von Delikten pro Einwohner ist in Ballungszentren besonders hoch. Das mag sicher mit an spezifischen Aspekten von Großstädten liegen, aber ein gewichtiger Punkt müsste eigentlich herausgerechnet werden, dass gerade in Großstädten viele Delikte begangen werden von Leuten, die gar nicht dort wohnen. Denken Sie etwa an Verkehrsdelikte und Berufspendler. Ein anderes Beispiel im Bereich Kriminalität ist die sogenannte Ausländerkriminalität. Bevor Sie Schlussfolgerungen aus den veröffentlichten Kriminalitätsstatistiken ziehen, denken Sie daran, dass manche Delikte, zum Beispiel Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht, von deutschen Staatsbürgern überhaupt nicht begangen werden können. Noch ein ganz anders gelagertes Beispiel aus einem ganz anderen Bereich ist der sogenannte Gender Pay Gap. In Deutschland verdienen Frauen im Durchschnitt ungefähr 22% oder 23% weniger als Männer. Diese Zahl wird immer wieder in den Medien und auch in der Politik groß aufgemacht. Allerdings wird weder zwischen verschiedenen Berufssparten noch zwischen Vollzeit- und Teilzeitberufstätigkeit unterschieden. Der bereinigte Gender Pay Gap scheint wohl eher im unteren, einstelligen Bereich zu liegen. Sie mögen sich Ihre eigene Meinung dazu bilden, wie seriös das Thema in Medien und Politik behandelt wird. Sehr häufig beruht eine Korrelation nicht auf einer Wirkursache, sondern viel weniger spektakulär auf einer Vorauswahl. Ein einfaches Beispiel ist Lehrevaluation in der zweiten Hälfte des Semesters in Vorlesungen ohne Anwesenheitspflicht. Typischerweise bröckelt die Anwesenheit in den ersten Wochen des Semesters und nur ein harter Kern von Hörern bleibt übrig, die mehr oder weniger jede Woche kommen. Die anderen belegen die Lehrveranstaltung natürlich zum Großteil weiter und gehen auch in die Prüfung. Der Punkt ist, es gibt überhaupt keinen Grund zur Annahme, dass dieser harte Kern, der dann an der Lehrevaluation teilnimmt, repräsentativ für die Gesamtheit antwortet. Wenn etwa ein Großteil der Hörer wegen mangelnder Qualität des Vortrags fernbleibt, geht dieser Kritikpunkt nicht so stark in die Bewertung ein, wie er eigentlich sollte. Und die Bewertung des Übungsbetriebs kann erst recht nicht als repräsentativ angesehen werden, wenn nur ein selbstselektierter Bruchteil der Teilnehmer am Übungsbetrieb in der Vorlesung befragt wird. Ein gern zitiertes weiteres Beispiel im Bereich Hochschule sind Behauptungen der Art, dass gewisse Bildungsabschlüsse bei gewissen Institutionen zu einem deutlich höheren Gehalt führen. Das wird etwa häufig behauptet, oder zumindest suggeriert, für Zusatzqualifikationen wie beispielsweise MBA-Abschlüsse, aber auch für ganze Universitäten, zum Beispiel im angelsächsischen Raum, langsam inzwischen auch im deutschsprachigen Raum. Es mag ja vielleicht sogar stimmen, dass etwa Absolventen von Zusatzstudiengängen im Durchschnitt ein höheres Gehalt haben, obwohl auch das zu hinterfragen wäre. Aber selbst wenn, könnte das auch schlicht und einfach daran liegen, dass diejenigen, die ein Zusatzstudium absolvieren, nicht repräsentativ sind für diejenigen, die das nicht tun. Wer ein solches Zusatzstudium absolviert, dürfte von Haus aus zielstrebiger und ausdauernder sein. Und wieder nicht die demografischen Faktoren vergessen. Leute mit hohem Vermögen oder finanzieller Unterstützung aus einem begüterten Elternhaus können sich leichter für ein Zusatzstudium entscheiden als andere. Nur mal so eben nebenbei bemerkt, ist das höhere Gehalt natürlich nur die halbe Wahrheit. Der Gehaltsausfall während des Studiums muss ebenfalls einberechnet werden. Das ist aber nur ein kleiner Vorgriff auf einen Punkt, den ich später noch systematisch behandeln werde, ob die Zahlen, die als Argument in die Diskussion eingebracht werden, tatsächlich die relevanten sind. Dies ist eine wichtige Trennlinie zwischen seriöser und unseriöser Wissenschaft, die leider immer wieder überschritten wird, oft aus Unwissenheit. Die Forschungsfragen, die mit der Studie beantwortet werden sollen, müssen vorab formuliert sein. Also insbesondere, bevor die Ergebnisse der Studie bekannt sind. Und nur diese Forschungsfragen allein dürfen als valide beantwortet gelten. Andere Ergebnisse der Studie dürfen ebenfalls gerne genannt und diskutiert werden, aber diese sind zunächst einmal rein spekulativ und müssen auch strikt so behandelt werden. Warum eine so harsche Regel, die viele potenziell wichtige Schlussfolgerungen kategorisch negiert? Ganz einfach, wir haben schon gesehen, dass ein positives Ergebnis mit gewisser Wahrscheinlichkeit auch dann zu beobachten ist, wenn das vermutete Faktum gar nicht zutrifft.
Wenn wir uns nun die Rohdaten von allen Seiten intensiv anschauen, dann werden mit großer Wahrscheinlichkeit halt irgendwo solche Ausreißer zu finden sein. Eine andere Variante ist das Vorgehen, dass man den Grenzwert zwischen bedeutsam und nicht bedeutsam erst festsetzt, nachdem das Studienergebnis vorliegt. Und solche Ergebnisse dann als valide zu vermarkten, ist im Grunde dasselbe, wie zuerst den Pfeil auf die Wand abzuschießen und dann die Zielscheibe um den Pfeil herum zu malen. Jetzt ein sehr wichtiger Punkt zur Bewertung statistischer Ergebnisse, der insbesondere in der Medizin, aber natürlich auch anderswo, von Journalisten, von Politikern und vom breiten Publikum immer wieder missverstanden bzw. gar nicht erst hinterfragt wird. In der Statistik ist die Signifikanz eine mathematische Größe, die klar definiert ist und zur Unterscheidung vom allgemeinen Sprachgebrauch genauer auch als statistische Signifikanz bezeichnet wird. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist die Bedeutung des Wortes Signifikanz subtil, aber entscheidend anders. Selbst wenn seriöserweise das Attribut statistisch dabei steht, wird dieser Unterschied häufig übersehen. Ein extremes Beispiel zur Illustration: Wenn die Anzahl der Probanden nur groß genug ist, dann ist auch ein Verhältnis von 51 zu 49 oder sogar ein Verhältnis von 50,1 zu 49,9 ein statistisch signifikanter Unterschied zur Nullhypothese 50 zu 50. Sicher nicht das, was man landläufig unter einem signifikanten Ergebnis verstehen würde. Aber auf genau dieser Definition von Signifikanz beruhen beispielsweise medizinische Zulassungsverfahren. Während ich an diesem Video arbeite, geht durch die Medien, dass die internationale Krebsforschungsagentur IARC den Verzehr von Wurst und verarbeitetem Fleisch bezüglich Krebsrisiko auf dieselbe Stufe stellt wie Tabak und Asbest. Wie das? Wurst so tödlich wie Asbest? Nein. Was in den Medien etwas untergeht, ist dies. Die Stufen besagen nicht, wie gefährlich die Stoffe sind, sondern sie besagen, wie gesichert der Zusammenhang ist. Statistische Signifikanz eben und nicht Signifikanz. Vorsicht übrigens bei großen Studien. Klingt natürlich gut, wenn die Teilnehmerzahl hoch ist. Aber es könnte auch sein, dass die Teilnehmerzahl bewusst vorab schon so hoch gesetzt wurde, damit auch ein marginaler positiver Effekt doch noch statistisch signifikant wird. Wir kommen zu einer Klasse von logischen Fehlschlüssen, deren etablierte Bezeichnung ökologischer Fehler leider sehr irreführend ist. Das Ganze hat nichts mit Ökologie im landläufigen Sinne zu tun. Im Grunde ist das falsche Denkmuster immer dasselbe. Nur aggregierte statistische Daten sind gegeben, beziehungsweise nur diese werden betrachtet, zum Beispiel der Durchschnittswert zu einer statistischen Variablen. Die Vielfalt der Einzelfälle ist darunter subsumiert und alle Unterschiede zwischen den Einzelfällen sind damit sozusagen auf den Durchschnittswert eingeebnet. Der Schluss auf den Einzelfall ist durchaus in manchen Fällen valide, nämlich wenn die Varianz vernachlässigbar ist. Sonst aber absolut nicht. Im Zusammenhang mit der Granularität von Ergebnissen hatten wir schon ein Beispiel für diesen ersten, noch sehr einfachen Fall gesehen. Daraus, dass ein Medikament im Durchschnitt eine positive Wirkung hat, kann man für den einzelnen Patienten erst einmal gar nicht schlussfolgern. Für den einzelnen Patienten kann die Wirkung sogar beliebig negativ sein. Selbst für die Mehrzahl kann das sein, denn der Durchschnitt ist nicht der Median. Ein anderes Beispiel aus einem ganz anderen Bereich ist Studienzulassung auf Basis von allgemeinen Indikatoren wie etwa die Abiturnote. Der Studienerfolg ist für viele Studienrichtungen schon ganz ordentlich mit der Abiturnote korreliert. Hoch genug, dass man hoffen kann, durch Zulassung gemäß Abiturnote die Studienstatistik zu verbessern. Aber bei weitem nicht hoch genug, dass für den einzelnen Studierenden irgendeine noch so weiche Prognose für den Studienerfolg aus der Abiturnote ableitbar wäre. Im Bereich Gesundheit und Ernährung finden sich zuhauf ökologische Fehler in Empfehlungen und Grenzwerten. Es mag ja vielleicht sogar sein, dass Variablen wie beispielsweise der Body Mass Index im Durchschnitt eine gewisse Aussagekraft hat, aber für das Individuum gilt das nicht unbedingt. Dasselbe gilt durchaus auch für Laborwerte. Nicht für jedes Individuum ist ein Laborwert außerhalb der Grenzwerte bedenklich, beziehungsweise nicht für jedes Individuum ist ein Laborwert innerhalb der Grenzwerte unbedenklich. Dasselbe gilt für Empfehlungen etwa zur Ernährung. Zum Beispiel, dass für alle Menschen ein reichhaltiges Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages sei und man abends am besten gar nichts mehr essen solle. Sarkastisch gesprochen sollte man das einmal den Bewohnern der Mittelmeerländer mitteilen. Die scheinen davon noch nichts gehört zu haben, ernähren sich aber andererseits angeblich gesünder als die Mitteleuropäer.
Die optimale Verteilung der Kalorienaufnahme über den Tag ist aber offensichtlich eine sehr individuelle Angelegenheit, abhängig vom eigenen Rhythmus, und die Empfehlungen scheinen wohl eher kulturell als medizinisch bedingt zu sein. Eine andere in dieser Pauschalität problematische Ernährungsempfehlung lese ich gerade eben wieder einmal. Man solle 5 Portionen Obst am Tag essen, gerne Äpfel, da sie ja so gesund seien. Dass Obst in jedweder Form ganz und gar nicht für alle Menschen gesund und gut bekömmlich ist, auch wenn keine Unverträglichkeit vorliegt, wird dabei vergessen. Ebenso, dass Äpfel und Bananen und viele andere Obstsorten so hohen Zuckergehalt wie Cola haben oder mehr, was auch nicht für jeden unproblematisch ist. Generell wird der ökologische Fehler gerne auch im Zusammenhang mit demografischen Unterscheidungen gemacht. Zum Beispiel Geschlecht. Immer wieder wird über Studien berichtet, dass Männer und Frauen sich in diversen kognitiven oder emotionalen Aspekten unterscheiden. Das mag für den Durchschnitt so stimmen oder auch nicht. Fakt ist aber, dass die Varianz in der Regel innerhalb beider Geschlechter so extrem hoch ist, im Vergleich zu den konstatierten statistischen Unterschieden zwischen den Geschlechtern, dass der Vergleich der Durchschnittswerte im Grunde völlig belanglos ist. Ähnlich verhält es sich natürlich mit anderen demografischen Differenzierungen. Übrigens, wenn man aus einem Unterschied der Durchschnittswerte folgert, dass die Mitglieder verschiedener demografischer Gruppen unterschiedlich gesetzlich oder moralisch behandelt werden sollen, beispielsweise Geschlechterrollen, dann begeht man neben dem ökologischen noch einen weiteren Denkfehler, den sogenannten naturalistischen Fehlschluss. Kurz und knapp gesprochen ist das einfach die unreflektierte Schlussweise: so wie es ist, so ist es gut und richtig. Dies ist ein subtilerer Fall. Auch dieser tritt gerne etwa bei demografischen Betrachtungen auf. Ein klassisches Beispiel ist Robinsons Paradox. Die Alphabetisierungsrate in den einzelnen Bundesstaaten der USA war seinerzeit ziemlich stark positiv korreliert mit dem Prozentsatz der außerhalb der USA geborenen Bevölkerung. Der naive Schluss ist, dass die Lese- und Schreibfertigkeiten unter Migranten höher sind als bei der autochthonen Bevölkerung, was sicherlich überraschend wäre angesichts der damaligen Einwanderungspolitik der USA. Der wahre Zusammenhang ist wohl eher, dass Migranten sich vorzugsweise in aufstrebenden, urbanen Gegenden niederlassen, wo auch die Alphabetisierungsrate seinerzeit relativ hoch war. Nun ersetzen sie die Alphabetisierungsrate durch die Kriminalitätsrate und sie haben ein aktuelles Beispiel. Wir kommen jetzt zu 2 weiteren klassischen logischen Fehlern, die bei der Interpretation von aggregierten Daten häufig gemacht werden. Zuerst das Simpson-Paradoxon. Das klassische Beispiel illustriert das Paradoxon vielleicht am besten. In den 70ern wurde die Universität Berkeley verklagt, weil 44% der männlichen, aber nur 35% der weiblichen Studienbewerber 1973 zugelassen wurden. Die Aufschlüsselung nach einzelnen Fakultäten zeigte allerdings ein sehr uneinheitliches, keinesfalls systematisch diskriminierendes Bild. Die wahre Ursache für diesen drastischen Unterschied in den universitätsweiten Gesamtzulassungsquoten bei Männern und Frauen ist darin zu sehen, dass die Frauen sich in großer Zahl für Studiengänge mit sehr hohen Ablehnungsquoten beworben haben und dementsprechend häufiger abgelehnt wurden. Das Simpson-Paradoxon kann immer dann auftreten, wenn verschiedene Daten aufsummiert werden, bei denen eine moderierende Variable im Hintergrund steht und die Ergebnisse potenziell verfälschen oder sogar ins Gegenteil verkehren kann. Konkret im Berkeley-Beispiel hätte sogar in jedem einzelnen Studiengang die Annahmequote für Frauen höher sein und dennoch insgesamt universitätsweit niedriger sein können. Auch das Will-Rogers-Paradoxon kann die Realität ins Gegenteil verkehren. Mit etwas Nachdenken sollten Sie nachvollziehen können, unter welcher Voraussetzung der Komiker Will Rogers mit seiner scheinbar paradoxen Aussage recht gehabt hätte. Nehmen wir wieder die Medizin als ernsthafteres Beispiel. Betrachten Sie der Einfachheit halber eine Studie zu einer Therapie, bei der vor und nach der Therapie jeweils dieselbe physiologische Größe der Probanden bestimmt wird, zum Beispiel ein bestimmter Blutwert. In beiden Fällen, vorher und nachher, werden die Probanden nach demselben Schwellwert in leichte und schwere Fälle unterteilt und in beiden Gruppen jeweils der Durchschnitt des Blutwertes berechnet. Wenn die Therapie wirkt, dann werden einige der leichteren Fälle in der Gruppe der schweren Fälle in die Gruppe der leichteren Fälle wechseln, wo sie dann besonders schwere Fälle sind. Das heißt, die Wirksamkeit der Therapie könnte zu einer Verschlechterung der Durchschnittswerte sowohl in der Gruppe der leichten als auch in der Gruppe der schweren Fälle führen. Eine ganz andere Art von Fehler. Der Mensch scheint nicht dafür gemacht zu sein, mit bedingten Wahrscheinlichkeiten korrekt umzugehen. Wie gut Sie darin sind, können Sie am sogenannten Ziegenproblem überprüfen. Suchen Sie einfach nach diesem Begriff im Internet, es gibt auch einen Artikel in der Wikipedia. Das erste Beispiel stammt aus dem Bereich Justiz. Der Footballspieler O.J. Simpson wurde 1994 angeklagt, seine Frau getötet zu haben. Unbestritten war, dass er seine Frau hin und wieder geschlagen hat.
Uns interessiert hier an dem ganzen Fall nur ein einzelnes Detail in der Argumentation des Verteidigers. Er sagte sinngemäß, Millionen Männer schlagen ihre Frauen, aber nur sehr wenige Männer töten sie, also folgt aus der Tatsache, dass er seine Frau geschlagen hat, keine ernsthaft höhere Wahrscheinlichkeit dafür, dass er seine Frau getötet hat. Das ist aber der falsche Ansatz für die bedingte Wahrscheinlichkeit. Der wohl richtige ist, gegeben, dass er seine Frau geschlagen hat und gegeben, dass sie tot ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er und kein anderer der Mörder ist? Wenn man bedenkt, dass ein Großteil aller Tötungsakte in der Ehe passiert, wäre die Wahrscheinlichkeit schon dann recht hoch, wenn er seine Frau nicht geschlagen hätte. Umso höher natürlich, wenn er das doch tat. Das zweite Beispiel ist wieder aus der Medizin. Ein kleiner Denkfehler nur, aber potenziell mit Folgen, wenn individuelle Entscheidungen darauf basieren. Zum Beispiel, inwieweit im höheren Alter noch finanzielle oder gesundheitliche Vorsorge sinnvoll erscheint. Die bedingte Gesamtlebenserwartung, gegeben, dass man schon 60 Jahre alt geworden ist, ist natürlich wesentlich höher als die unbedingte Gesamtlebenserwartung, also die, die man bei der Geburt hat, minus 60 Jahre. Insbesondere das relativ hohe Sterblichkeitsrisiko im Kindesalter hat man mit 60 Jahren ja schon längst hinter sich gelassen. Die englischsprachige Welt ist einen Schritt weiter beim Denken in bedingten Wahrscheinlichkeiten. Offenbar ist es für den menschlichen Intellekt leichter, mit einer Grundmenge von 100 zu rechnen und Prozentzahlen in absolute Zahlen im Rahmen von 0 bis 100 zu übersetzen. Beim Thema Signifikanzniveau haben wir diesen Rat befolgt und ich denke, das war für das Verständnis überaus hilfreich. Achten Sie einmal in deutschen Medien darauf, wie häufig bei der Nennung von Prozentzahlen nicht wirklich klar wird, auf welche Grundgesamtheit sie sich jeweils beziehen. Wann immer die zeitliche Entwicklung von Variablen eine Rolle spielt, ergeben sich daraus spezifische weitere Fehlerquellen. Ein in jeder Hinsicht trauriges Beispiel zu diesem Punkt habe ich vor einigen Jahren gelesen. In den Medien wurde weltweit über eine Selbstmordwelle in französischen Großbetrieben lang und breit berichtet und als Ursache wurde durchgängig die Politik der französischen Regierung unter Sarkozy ausgemacht. In einer praktisch unbeachtet gebliebenen Analyse wurde herausgearbeitet, dass die Selbstmordrate keineswegs höher war als zu früheren Zeiten und auch keineswegs höher als statistisch zu erwarten gewesen wäre. Die Zahlen sahen nur deshalb so beeindruckend aus, weil die betrachteten Großbetriebe nun einmal viele Mitarbeiter hatten. Ein schönes Beispiel für Regression zum Mittelwert ist Belohnung und Bestrafung. Wenn man die besten Leute belohnt und die schlechtesten bestraft, dann wird man meist feststellen, dass die Besten danach nicht mehr die Besten und die Schlechtesten nicht mehr die Schlechtesten sein werden. Daraus wurde schon häufig geschlussfolgert, dass Bestrafung besser als Belohnung funktioniert, ja, dass Belohnung eher schädlich ist. Das ist aber ein Trugschluss, denn wenn die Leistungen auch nur zum Teil vom Zufall abhängen, zum Beispiel von der Tagesform, dann sind die besten und die schlechtesten Ergebnisse in der Regel einmalige statistische Ausreißer. Auch ohne Belohnung und Bestrafung wäre wohl ungefähr dasselbe passiert. Ein häufig zu lesendes Beispiel aus den Medien zu diesem Punkt. Entwicklungsländer und Schwellenländer, die auf Erfolgskurs sind, haben Wachstumsraten, von denen die entwickelten Länder seit Jahrzehnten nur noch träumen können. Wichtig ist aber, sich klarzumachen, dass es ein ganz normales, in vielen Kontexten immer wieder auftretendes Phänomen ist, dass Messgrößen, die auf niedrigem Niveau starten, tendenziell eher hohe Zuwachsraten haben. Wenn Messungen über längere Zeiträume hinweg wiederholt werden und dies nicht unter perfekten Laborbedingungen, dann ist es kaum zu verhindern, dass sich die Grundlagen in der Zwischenzeit ändern. Häufig passiert es, dass Definitionen und Schwellwerte sich im Laufe der Zeit ändern, immer wieder einmal. Wenn Sie aus Studien über Jahrzehnte hinweg den prozentualen Anteil von übergewichtigen Menschen oder von Menschen mit erhöhtem Blutdruck oder ähnlichem herauslesen, dann werden Sie wohl eine bedenkliche Verschlechterung der Gesundheit in der Bevölkerung messen. Denn die Schwellwerte für diverse medizinische Indikatoren sind im Laufe der Zeit schrittweise immer enger gesetzt worden. Man kann also nicht einfach die Studienergebnisse der verschiedenen Zeitpunkte zusammensammeln, sondern müsste eigentlich sämtliche Rohdaten hernehmen und daraus nach identischem Schema die Ergebnisse neu berechnen. Das passiert selten, ist ja auch sehr aufwendig und die Rohdaten sind auch nicht immer verfügbar. Ein subtileres Beispiel sind Wetterstationen, die bei ihrer Einrichtung noch außerhalb der Stadt waren, aber über die Jahrzehnte hinweg ist die Stadt bis zur Wetterstation und darüber hinaus gewachsen. In der Stadt sind die Temperaturen aber um ein paar Grad höher als auf dem freien Land. Wenn man das nicht aus den Messdaten herausrechnet, dann misst diese Wetterstation fälschlich eine massive Klimaerwärmung. Die Wetterstation geografisch zu versetzen,
ist wegen der mangelnden Vergleichbarkeit der Daten natürlich auch keine Lösung. Für den letzten hier ausgewählten Denkfehler nehme ich das Beispiel Immobilienpreise her. Am deutlichsten wird das Problem, wenn wir Vergleiche über einen längeren Zeitraum betrachten, zum Beispiel Immobilienpreise heute und vor 10 oder 20 Jahren. Für viele Menschen sind solche Vergleiche über Jahrzehnte hinweg sehr wichtig und beeinflussen auch Kauf- und Verkaufsentscheidungen. Der Immobilienmarkt heute und der vor 10 oder 20 Jahren sind aber nicht vergleichbar. Etliche Häuser und Wohnungen, die heute verkauft werden, waren vor 10 oder 20 Jahren noch gar nicht gebaut. Und da zumindest in Deutschland die neu gebauten Häuser durch Energiesparmaßnahmen und anderes immer teurer werden, sind ständig steigende Immobilienpreise ganz logisch. Daher kann es durchaus zu ständig steigenden Immobilienpreisen auch an Lokationen kommen, wo praktisch jedes einzelne Haus permanent an Wert verliert. Dieser Fehler tritt besonders gerne im ökonomischen Bereich auf und ist, sarkastisch gesprochen, die methodische Grundlage für gewisse Bereiche der publikumswirksamen Beratungsliteratur. Wenn Sie sich eine einzelne oder wenige Firmen heraussuchen, die besonders erfolgreich waren in letzter Zeit, dann werden Sie schon irgendwie irgendwelche Gemeinsamkeiten finden, die plausibel den Erfolg dieser Firmen erklären. In der Regel muss man aber davon ausgehen, dass es um Größenordnungen mehr Firmen gibt, die dieselbe Gemeinsamkeit aufweisen, aber ganz und gar nicht erfolgreich sind. Derselbe Effekt verführt Jugendliche dazu, Fernsehstars, Profisportler oder ähnliches werden zu wollen. Er verführt Leute dazu, ein Lokal zu eröffnen, obwohl die meisten neu eröffneten Lokale nach eher kurzer Zeit wieder schließen. Und er verführt dazu, nur auf Basis einer Idee ein Startup zu gründen und vom nächsten Google zu träumen, obwohl so ziemlich alle diese Versuche scheitern. Umfragen sind ein Kapitel für sich. Immer wieder werden Umfragen als repräsentativ bezeichnet, weil die Befragten repräsentativ ausgewählt wurden. Aber die Rücklaufquote ist im Allgemeinen sehr gering. Laut Wikipedia ist eine Rücklaufquote von mehr als 15% schon bemerkenswert hoch. Das heißt, selbst wenn die Auswahl der Befragten repräsentativ ist, was durchaus zu hinterfragen ist, gibt es keinen Grund zur Annahme, dass die kleine Minderheit, die geantwortet hat, tatsächlich repräsentativ ist für die große Mehrheit, die nicht geantwortet hat. Ein Beispiel sind Umfragen unter Absolventen Jahre nach Ende des Studiums. Man muss vermuten, dass eher die erfolgreichen Antworten werden. Erstens, weil erfolgreiche Menschen vermutlich leicht auch nach Jahren auffindbar sind. Zweitens werden wohl Menschen, die Erfolge vorzuweisen haben, bereitwilliger antworten. Wie gesagt, ob die Auswahl der Befragten wirklich repräsentativ ist, ist durchaus zu hinterfragen. Ein Beispiel. Noch vor wenigen Jahren wurden Umfragen durch Anrufe auf Festnetztelefone durchgeführt. Aber schon in dieser Zeit waren sehr viele Leute eigentlich nur noch per Handy erreichbar. Und offensichtlich sind diejenigen, die gut per Festnetz erreichbar sind, in keinster Weise repräsentativ für diejenigen, die eher nur per Handy erreichbar sind. Trotz aller dieser Probleme werden Umfragen heutzutage fast automatisch mit dem Attribut repräsentativ versehen. Nun ja. Wenn jemand Auskunft über sich selbst geben soll, dann sind die Antworten meist subjektiv und systematisch verzerrt. Wenn die Fragen eigentlich auf unparteiische Antworten abzielen, ist das natürlich ein Problem. Diese systematische Verzerrung wird besonders prägnant durch den Lake-Wobegon-Effekt belegt. Das heißt, die meisten Menschen halten sich für überdurchschnittlich befähigt, zum Beispiel als Autofahrer oder Liebhaber. Ein weiterer Punkt macht so manche Umfrage von vornherein wertlos. Nämlich, wenn die Frage oder die Antwortoptionen missverständlich formuliert sind, was bei den meisten Themen auch bei größter Sorgfalt kaum vermeidbar, manchmal vielleicht sogar gewollt ist. Glauben Sie keinem Umfrageergebnis, bei dem Sie die exakte Formulierung der Frage und der Antwortoption nicht kennen. Oft hat man Zahlenwerte anzukreuzen, zum Beispiel von 1 bis 10 oder von minus 2 bis plus 2 mit der Bedeutung, minus 2 ist ganz schlecht, minus 1 etwas schlecht, 0 neutral, plus 1 ist etwas gut und plus 2 sehr gut. Daraus dann einen Durchschnittswert zu bilden, ist ein elementarer handwerklicher Fehler. Denn diese Zahlen stehen ja nun symbolisch für rein qualitative, nicht numerische Antwortoptionen. Damit bilden diese Zahlen nur eine Ordinalskala, keine Kardinalskala. Nur auf einer Kardinalskala ist Durchschnittsbildung zulässig. Man kann es auch so formulieren.
Nur wenn alle Befragten exakt dieselbe intuitive Vorstellung davon hätten, wie viel mehr ein sehr gut bzw. sehr schlecht gegenüber einem etwas gut bzw. etwas schlecht wiegt, dürfte man mit diesen relativen Gewichtungen einen gewichteten Durchschnitt bilden. Davon kann man natürlich in der Regel nicht ausgehen. Eine systematische Erläuterung zu Ordinal- und Kardinalskalen finden Sie zum Beispiel in der Wikipedia. Hier nur so viel. Ein paar gängige mathematische Operationen sind durchaus aussagekräftig und zulässig, auch auf reinen Ordinalskalen, nämlich die Berechnung des Medians oder anderer Quantile, sowie die Zusammenfassung aufeinanderfolgender Optionen, also zum Beispiel sehr gut und etwas gut zu insgesamt gut. Kommt Ihnen dieser Fehler nicht irgendwie bekannt vor aus Schule und Studium? Richtig, die Berechnung von Notendurchschnitten bei Klausuren ist ebenfalls eine unzulässige Operation. Der Notendurchschnitt hat schlicht und einfach nicht die Aussagekraft, die man damit verbindet. Noch eine abschließende Gesamtbemerkung. Wenn eine Teilnehmerzahl zu einer Umfrage veröffentlicht wird, wird sehr häufig nicht dazu gesagt, ob diejenigen gezählt wurden, die angefragt wurden, oder diejenigen, die tatsächlich geantwortet haben. Im ersteren Fall, der leider durchaus nicht selten ist, ist die Gesamtzahl der Antworten entsprechend nur ein Bruchteil der genannten Teilnehmerzahl. Wahlumfragen sind ein besonders einsichtsreiches Fallbeispiel. Die ersten Hochrechnungen, die unmittelbar nach Schließung der Wahllokale oder sogar schon vorher zirkulieren, sind immer schon sehr genau. Heißt das also, Wahlumfragen sind eine präzise Wissenschaft und die Ergebnisse stimmen auf den Prozentpunkt oder gar Zehntelprozentpunkt genau? Nicht ganz. Die Situation am Wahltag ist sehr speziell und die Meinungsforschungsinstitute investieren am Wahltag sehr viel mehr Geld als für die monatliche Sonntagsfrage und andere Umfragen. Es werden viel mehr Leute interviewt, zudem werden die Leute unmittelbar nach dem Verlassen des Wahllokals interviewt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel geringer als bei Telefoninterviews, dass die Befragten etwas Falsches sagen. Die Ergebnisse von Sonntagsfragen werden außerdem dadurch verwässert, dass viele noch kurz vor der Wahl unentschlossen sind, ob und wen sie wählen sollen. Dieser Faktor fällt bei der Befragung am Wahltag vor den Wahllokalen ebenfalls weg. Beachten Sie, dass die Ergebnisse der Sonntagsfrage und ähnlicher Fragen nicht nachprüfbar sind. Man bekommt einen Eindruck von der Problematik, wenn man das tatsächliche Wahlergebnis mit der allerletzten Sonntagsfrage vor der Wahl vergleicht. Die Umfrageergebnisse werden übrigens gar nicht unbedingt 1:1 veröffentlicht, sondern die einzelnen Teilergebnisse werden mit irgendwelchen Gewichtungen versehen. In diese Gewichtungen fließen die Erfahrungen aus früheren Jahren und Jahrzehnten ein, wie Umfrageergebnisse sich von Wahlergebnissen unterscheiden. Zum Beispiel, weil einige Befragte im persönlichen Gespräch, selbst am Telefon, eher die mutmaßlich sozial erwünschte Meinung als ihre eigene Meinung angeben. Das nennt man den Bradley-Effekt. Die politische Landschaft hat sich allerdings massiv geändert und ändert sich weiter. Denken Sie etwa an den stetig steigenden Anteil der Wechselwähler und der Nichtwähler. Daher sind Fortschreibungen früher Gegebenheiten durchaus fragwürdig. Nicht vergessen werden sollte dabei auch die damit unvermeidlich verbundene ständige Versuchung, die selbstverständlich nicht öffentlichen Gewichtungen so anzupassen, dass ein politisch erwünschtes Ergebnis herauskommt. Das Problem der Nichtrepräsentativität stellt sich auch bei kontrollierten Studien mit Menschen, die in den meisten Fällen aus ethischen Gründen natürlich nicht zur Teilnahme gezwungen sind, sondern rein freiwillig mitmachen. Bei Freiwilligkeit der Teilnahme kann man allerdings in der Regel nicht davon ausgehen, dass die Teilnehmer repräsentativ sind. In der Psychologie nehmen in vielen Fällen überwiegend oder allein Studierende teil, die natürlich keineswegs repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sind. Im medizinischen Bereich wird in vielen Fällen Geld an die freiwilligen Studienteilnehmer gezahlt, was vor allem finanziell schwächere Menschen anzieht, also ebenfalls nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Kaum etwas beeinflusst die öffentliche Wahrnehmung und auch die Politik so sehr wie Rankings. Ein weitgehend unbekanntes, aber einsichtsreiches Beispiel sind Immobilienpreise in verschiedenen Städten. Wenn Sie wieder einmal Rankings lesen, wie teuer Immobilien in den verschiedenen Städten sind, dann schauen Sie sich auf der Landkarte doch einmal den Zuschnitt der Städte an, also wie viel Anteil des billigeren Umlandes um den eigentlichen Stadtkern herum noch zum jeweiligen Stadtgebiet gezählt wird. Ein weiteres, immer wiederkehrendes, schön subtiles Beispiel sind Rankings von deutschen Bundesländern. Die drei Stadtstaaten schneiden bei Rankings zu diversen Themen immer wieder schlecht ab. Aber wenn man ausnahmsweise einmal die Daten für die einzelnen Kommunen zu sehen bekommt, stellt man häufig fest, dass in den Flächenländern die großen Städte schlechter abschneiden als die ländlichen Kommunen. Die unterschiedlichen Ergebnisse von Stadtstaaten und Flächenstaaten sind daher mutmaßlich eher durch unterschiedlichen Urbanitätsgrad als durch unterschiedliche politische Ausrichtung verursacht, wie oft gemutmaßt wird. Was für Effekte dieser Art bei Rankings von ganzen Nationen auftreten können,
dürfen Sie sich selbst ausmalen. Ich wage mich an ein konkretes Beispiel, mit dem leider immer wieder Stimmung gemacht werden kann und gemacht wird, obwohl es eigentlich offensichtlich absurd ist. Der Vorname Mohammed in seinen verschiedenen Varianten ist inzwischen einer der häufigsten Vornamen in Deutschland. Es ist offensichtlich, was mit der Nennung dieses Faktums suggeriert werden soll. Aber der wenig spektakuläre wahre Punkt ist, dass sehr viele muslimische Jungen Mohammed genannt werden, während die Diversität bei der Namensgebung in anderen Kulturkreisen, namentlich dem Deutschen, sehr viel höher ist. Diese Art von Unlogik findet sich auch anderswo. Zum Beispiel habe ich auch schon gelesen, dass Nguyen der vierthäufigste Nachname in Sydney in Australien sei. Natürlich wollte der australische Autor damit etwas suggerieren. Ein weiterer Effekt tritt immer dann auf, wenn einige der im Ranking zu vergleichenden Entitäten stärker zufällig streuen als andere. Ein konkretes Beispiel sind Großunternehmen mit vielen Filialen von unterschiedlicher Größe. Die Filiale mit dem höchsten oder niedrigsten Umsatz pro Kunde oder die Filiale mit der höchsten oder niedrigsten Diebstahlquote dürfte überraschend häufig eine sehr kleine Filiale sein. Nicht etwa, weil an diesen Filialen irgendetwas Besonderes wäre, sondern weil kleine Filialen aus rein statistischen Gründen stärker zufällig streuen als große. Viele Rankings basieren nicht nur auf einem Kriterium, sondern auf einer Auswahl von mehreren Kriterien, die mit unterschiedlichen Gewichtungen in die Gesamtbewertung eingehen. Hier ergibt sich unglaublich viel Spielraum und je nachdem, wie man den Spielraum ausgestaltet, kommen durchaus unterschiedliche Ergebnisse heraus. Damit will ich niemandem Absicht unterstellen, aber dieser Spielraum muss hier nun einmal irgendwie ausgenutzt werden. Die Berechnungsformel für das Ranking muss irgendwie im Detail festgelegt werden. Unvermeidlich kommt damit ein Element der Willkür hinein. Das Problem fängt schon bei der exakten Definition der einzelnen Kriterien an, nach denen bewertet wird. Zum Beispiel ist nichts dagegen zu sagen, wenn etwa gute Handhabbarkeit und Umweltverträglichkeit Kriterien für Produkte sind. Aber wie man solche Kriterien nun operationalisiert, da gibt es meist keine vorgegebene Standardisierung, sondern sehr viel Spielraum. Entsprechend häufig gibt es sachbezogene Kritik von Anbietern, die im Ranking schlecht weggekommen sind. Das gilt sinngemäß natürlich für alle Arten von Rankings, nicht nur Produktrankings. Häufig werden Schwellwerte gesetzt. Zum Beispiel werden Regeln angewendet von der Art, wenn ein Produkt nicht umweltverträglich ist, dann kann es keine gute oder sehr gute Note mehr bekommen. Die Schwellwerte in offiziellen DIN-Normen und ähnlichem sind meist zu konservativ definiert, um aussagekräftig zu sein, und in vielen Fällen müssen sie ja sogar von allen Produkten gesetzlich erfüllt sein. Also muss ein eigener Schwellwert definiert werden. Letztlich ist ein Element von Willkür unvermeidbar und der Einfluss auf das Ranking-Ergebnis kann enorm sein. Natürlich liest man dann eine sachbezogene Begründung, warum der Schwellwert gerade so und nicht anders festgelegt wurde. Aber überzeugende, sachbezogene Begründungen finden sich auch für andere mögliche Schwellwerte. Speziell diesen Punkt habe ich selbst zusammen mit einem Studenten untersucht. Wenn mehrere Kriterien zusammen ein Ranking-Ergebnis ergeben sollen, dann stellt sich unvermeidlich die Frage, wie die einzelnen Kriterien relativ zueinander gewichtet werden sollen. Dass diese Gewichtungsfaktoren zumindest ein Stück weit willkürlich sind, sieht man schon daran, dass sie meist Vielfache von 5% oder gar von 10% sind, was sich sicher nicht durch Sachargumente rechtfertigen lässt. Anhand konkreter Beispiele von Stiftung Warentest und diversen anderen Medien konnten wir aufzeigen, dass schon kleine Änderungen an den Gewichtungsfaktoren zu großen Änderungen im Ergebnis führen können. Ein schönes Beispiel hierzu ist der Wahl-O-Mat, bei dem Sie vor jeder Wahl testen können, wie stark die Schnittmenge zwischen Ihren Standpunkten zu diversen politischen Themen und den Standpunkten der einzelnen Parteien ist. Für das Endergebnis wird die Anzahl der Übereinstimmungen mit jeder Partei einfach aufsummiert. Nun sind die einzelnen Fragen nicht unbedingt unabhängig voneinander, sondern die Antworten sind teilweise stark miteinander korreliert. Wenn man nun mehrere Fragen stellt, die stark miteinander korreliert sind, etwa verschiedene Fragen zum selben Themenkomplex, dann bekommt ein solcher Themenkomplex sehr starkes Gewicht in der Endsumme und kann das Ergebnis massiv beeinflussen. Natürlich könnte man das Ergebnis mit diesem Effekt auch durchaus manipulieren. Alle Sorgfalt hilft nichts, wenn Sie sich beim Design Ihrer Studie nicht genau überlegen, welche Fakten und Kenngrößen tatsächlich Ihre Hypothese unterstützen würden. Oder wenn Sie sich als Konsument vom Verkäufer oder vom Lobbyisten die falschen Fakten und Kenngrößen ohne Nachdenken einreden lassen. Oder wenn Sie sich als Staatsbürger von Politikern und Medien Fakten und Kenngrößen auftischen lassen, die den vertretenen Standpunkt nur scheinbar stützen. Denken Sie immer bewusst und selbstständig nach, welche Fakten und Kenngrößen für Ihre Zwecke die wirklich aussagekräftigen sind.
Wir hatten schon vorhin ein Beispiel für einen häufigen Fall. Der finanzielle Nutzen eines Zusatzstudiums wird groß herausgestrichen, dass man aber mehrere Jahre an Verdienstausfall und Karriereausfall gegenrechnen muss, muss man sich schon selbst hinzudenken. Noch ein ganz anders gelagertes Beispiel aus dem Bereich Geldanlagen. Aktien werden häufig empfohlen mit dem Argument, dass der Erwartungswert laut langfristigen Studien sehr hoch ist. 8% pro Jahr habe ich schon mehrfach gelesen. Ich lasse hier einmal außen vor, dass die Extrapolation früherer Wertsteigerungen in die Zukunft unter anderem aufgrund einiger besonderer Einmalentwicklungen in den 90er Jahren vielleicht nicht so ganz seriös ist. Aber das wäre ein Kapitel für sich. Der wichtige Punkt hier ist, der Erwartungswert ist in den meisten Situationen und so auch hier völlig irrelevant, weil die Varianz so groß ist, dass der Erwartungswert im Grunde nur ein Wert unter vielen ist. Viel interessanter sind die Quantile, also der Ertrag, der zum Beispiel in 80% oder in 90% aller Fälle mindestens erreicht wird. Selbst der Ertrag von Aktieninvestitionen ist im Median, also in 50% aller Fälle, meines Wissens weit niedriger als diese ominösen 8% pro Jahr. Und was Sie in 80 oder 90% aller Fälle erhalten würden, wäre entsprechend noch geringer. Eine stetige Quelle von Fehlentscheidungen ist, dass die genauen Definitionen von Begriffen nicht hinterfragt werden. Besonders suggestive Begriffe muss man als solche erst einmal erkennen. Wir hatten vorhin schon ein Beispiel, nämlich den Begriff Signifikanz, der im Zusammenhang mit Statistik eben nicht unbedingt Signifikanz im landläufigen Sinne bedeutet. Noch einmal zum Erwartungswert, den wir gerade eben hatten. Das ist nämlich auch ein gutes Beispiel für Begriffe, die etwas anderes suggerieren, als sie tatsächlich bedeuten. Der Erwartungswert ist eben nicht der Wert, den man erwarten kann. Es sei denn, die Varianz ist so gering, dass wir den Begriff Erwartungswert eigentlich gar nicht brauchen. Mit einem ganz anderen Beispiel wird immer wieder in den Medien Stimmung gemacht. Anders kann man es wohl nicht mehr nennen. Ich meine den Begriff Armut. Es wird berichtet, dass die Armut in Deutschland zugenommen hat, dass sehr viele Kinder in Deutschland in Armut leben und so weiter. Machen Sie sich kurz klar, welche Assoziation der Begriff Armut bei Ihnen weckt, vor allem im Zusammenhang mit Kindern. Es geht dabei aber überhaupt nicht um Armut, wie sie landläufig verstanden wird, sondern um die sogenannte relative Armut. Das Attribut relativ kommt oft erst weit unten im Langtext zur Sprache, eher selten schon in der Überschrift oder in der Anmoderation. Darunter fallen schlicht und einfach alle Menschen, deren Nettoeinkommen nur so und so viel Prozent des Medianeinkommens beträgt, bereinigt um die Anzahl der Personen im Haushalt. Der Fachbegriff für diese Bereinigung lautet Nettoäquivalenzeinkommen. In den Medien habe ich bislang meist den höchsten üblichen Wert gelesen, 60%. Überlegen Sie sich, ob jemand mit 60% des Medianeinkommens wirklich der intuitiven Vorstellung entspricht, die Sie beim Hören oder Lesen des Begriffs Armut entwickeln. Und über das Thema dieses Videos hinaus, überlegen Sie sich vielleicht noch, welche Konsequenzen diese Begriffsverschiebung auf die öffentliche Wahrnehmung von Menschen haben könnte, die wirklich arm sind. Menschen, die wirklich hungern und die häufig auch nicht mehr weiter wissen. Auch das gibt es heute noch in Deutschland. Begriffe wie im Deutschen das Bruttosozialprodukt werden häufig praktisch synonym zur Wertschöpfung oder zum Wohlstand eines Landes verwendet. Das ist aber in beiden Richtungen inkorrekt. Einerseits fließt nicht jede, im wohlverstandenen Sinne, Schöpfung von Werten in das nominelle Bruttosozialprodukt ein, zum Beispiel ehrenamtliche Tätigkeit. Andererseits kann man nicht jeden Beitrag zum Bruttosozialprodukt als Wohlstandssteigerung sehen. Einfaches Beispiel: jeder Unfall erhöht das Bruttosozialprodukt, nämlich durch die Bereinigung der Unfallfolgen. Auch wenn die Preise einfach so steigen durch Inflation, ohne dass die Produkte sich irgendwie verbessern, steigt damit das Bruttosozialprodukt. Beispielsweise im sozialen und pflegenden Bereich gehen die prozentualen Anteile von erwerbsmäßiger Erledigung und ehrenamtlicher Tätigkeit in den verschiedenen Ländern und sogar innerhalb eines Landes sehr weit auseinander, sodass das Bruttosozialprodukt auch als Maßstab zum Vergleich verschiedener Länder nur bedingt sinnvoll ist. Das betrifft natürlich auch die Entwicklung des Bruttosozialprodukts über längere Zeiträume hinweg im selben Land. Wissenschaft ist ja nicht immer nur Selbstzweck, sondern soll oft genug die Grundlage für Entscheidungen von großer Tragweite bilden. Aber die wissenschaftlichen Daten erlauben nicht unbedingt immer eine klare Präferenz für eine der Optionen. Daher haben sich pragmatische Regeln entwickelt, die sicherlich meistens stimmen, natürlich nicht immer. Wir betrachten hier nur zwei prominente Beispiele. Ockhams Rasiermesser ist schon 700 Jahre alt. Diese Regel bezieht sich generell auf konkurrierende Hypothesen, also verschiedene Hypothesen, die dasselbe Phänomen erklären. Es besagt grob gesprochen,
wenn man keine Handhabe mehr hat, zwischen zwei Optionen auszuwählen, dann sollte man die einfachere wählen, also diejenige, die weniger zusätzliche Annahmen erfordert. Ein klassisches Beispiel ist Blitz und Donner. Gegeben das Wissen über Elektrizität, das wir seit dem 19. Jahrhundert haben, ist die Erklärung von Blitz und Donner als ein elektrisches Phänomen wesentlich einfacher in diesem Sinne als die Erklärung durch einen zornigen Göttervater. In noch früheren Jahrhunderten wäre man mit Ockhams Rasiermesser natürlich zu einem anderen Schluss gekommen. Die folgende pragmatische Regel wird zum Beispiel in der diagnostischen Medizin häufig in die Gesamtbetrachtung einbezogen. Wenn man in unseren Breiten Hufgetrappel hinter sich hört, sollte man an Pferde denken, nicht an Zebras. In schärfer formulierter Variante: Selbst wenn das Tier aus der Ferne aussieht wie ein Zebra, ist es wahrscheinlich doch nur ein Pferd. Gemeint ist, auch wenn die Symptome für eine sehr seltene, sehr spezielle Erkrankung sprechen, ist es wahrscheinlich doch nur eine Feldwald- und Wiesenkrankheit, weil letztere so viel häufiger auftritt. Zudem tritt so manche Feldwald- und Wiesenkrankheit mit so großer Varianz der Symptome auf, dass sie auch mit dem speziellen Mix an Symptomen, den auch die seltene Krankheit aufweist, immer noch häufiger ist als eben diese seltene Krankheit. Noch ein paar Fallbeispiele zur Illustration, woran man so alles denken kann und muss, wenn man aus wissenschaftlichen Ergebnissen Schlussfolgerungen ziehen will. Die Antwort auf diese Frage ist ja, aber. Es ist nicht unbedingt so, dass das Krebsrisiko steigt, sondern es liegt eher an zwei anderen Gründen. Erstens gehen andere Todesursachen zurück, die Menschen leben länger und bekommen daher wahrscheinlicher irgendwann Krebs. Zweitens wird Krebs heute früher erkannt und man bleibt durch bessere Behandlung länger am Leben. Und somit auch länger in der Krebsstatistik. Verfechter der Astrologie berufen sich auf verschiedene Statistiken, die belegen sollen, dass es einen Zusammenhang zwischen Geburtsdatum und persönlichen Merkmalen wie beispielsweise der Berufswahl gibt. Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich nicht letztgültig beurteilen kann, ob diese Studien tatsächlich für die Astrologie sprechen oder nicht. Aber eines zeigen diese Studien, wohl unbeabsichtigt, sehr deutlich. Selbst wenn es einen Einfluss der Sterne auf die Menschen gibt, ist er so gering, dass er allenfalls statistisch messbar ist. Die Validität von persönlichen Horoskopen und Ähnlichem ist durch die mir bekannten Studien, die für die Astrologie sprechen sollen, quasi aus Versehen widerlegt. Hinzu kommt, es gibt durchaus irdische Einflüsse des Geburtsdatums auf den Werdegang eines Menschen. Zum Beispiel gibt es einige Evidenz dafür, dass es für den Werdegang eines Menschen von erheblicher Bedeutung sein kann, ob er kurz vor oder kurz nach dem Stichtag für die Einschulung geboren wurde. Denn im Klassenverband gehört man dann zu den Ältesten oder eben zu den Jüngsten. Und ein Altersunterschied von einem Jahr macht bei Sechsjährigen eine Menge aus in puncto Reifegrad und damit in puncto Schulleistung, sozialer Position im Klassenverband und so weiter. Die ganze weitere Entwicklung eines Menschen kann davon wohl massiv beeinflusst werden. Falls Sie meiner Schlussfolgerung zur Astrologie widersprechen, weil Sie persönlich bessere Erfahrungen mit Ihrem Horoskop oder Ähnlichem gemacht haben, dann schauen Sie sich Ihr Horoskop doch noch einmal genau an oder noch besser, geben Sie es einer neutralen Person zur kritischen Gegenprüfung. Ist das Horoskop überwiegend positiv formuliert? Wird jede eindeutige Zuschreibung einer Eigenschaft gleich wieder relativiert, wie beispielsweise so etwas wie "denkt vernünftig, kann aber auch impulsiv sein"? Nun, in Experimenten wurde jeweils einer größeren Zahl von Probanden exakt derselbe Text vorgelegt, ein Text genau dieser Art. Jedem Probanden wurde vorgespiegelt, dies wäre sein persönliches, individuelles Horoskop. Ein sehr großer Prozentsatz fand sich zutreffend beschrieben. Wie muss das Ergebnis erst aussehen, wenn der Astrologe sein Horoskop erst nach einem ausführlichen Gespräch mit dem Betreffenden stellt? Machen Sie sich zunächst einmal klar, dass jeder Mensch seine eigene, individuelle Inflationsrate hat, die natürlich durch sein Konsumverhalten bestimmt ist. Zum Beispiel: Je nachdem, wie viel Geld Sie anteilig für Lebensmittel oder auch für Heizöl und Benzin ausgeben, wirken sich die Lebensmittelpreise bzw. der Ölpreis auf Ihre persönliche Inflationsrate aus. Die Unterschiede in persönlichen Inflationsraten können durchaus so groß sein, dass die offizielle Inflationsrate keine Aussagekraft für das Individuum mehr hat. Hinzu kommt ein grundsätzlich unlösbares Problem. Früher hatten Fernseher einen Röhrenbildschirm, heute einen Flachbildschirm. Früher waren Filterkaffeemaschinen vorherrschend, heute Kapseln, Pads und Vollautomaten. Früher war ein Handy einfach ein Telefon, heute ist es ein Smartphone und so weiter. Produkte ändern sich. Angeblich werden sie immer besser. In der Inflationsrate muss diese Wertsteigerung natürlich berücksichtigt werden. Dies nennt man hedonische Preisbereinigung. Das Problem ist, dass diese Wertsteigerung nicht annähernd objektiv zu beziffern ist. Der Preis wäre der naheliegende Indikator für den Wert, aber das wäre hier offensichtlich witzlos.
Der Intelligenzquotient misst vor allem zwei Eigenschaften. Erstens die Fähigkeit, Aufgaben schnell zu lösen, die absolut unzweideutig sind und so einfach und klar strukturiert, dass sie in wenigen Minuten tatsächlich zu lösen sind. Zweitens, und das sollte nicht vergessen werden, die Bereitschaft, Ehrgeiz für die Lösung artifizieller, unterkomplexer Aufgaben ohne Praxisbezug zu entwickeln. Bei Kindern und Jugendlichen schwankt der IQ noch stark über die Zeit. Zur Erinnerung, der IQ ist definiert in Bezug auf eine Referenzgruppe, bei Kindern und Jugendlichen ist das typischerweise die Alterskohorte. IQ 100 ist dann der Median der Referenzgruppe. Es ist durchaus plausibel, dass der IQ eher den Reifegrad eines Kindes oder Jugendlichen relativ zur Kohorte misst. Immer wieder liest man von Koinzidenzen, die so unwahrscheinlich sind, dass sie nicht durch reinen Zufall erklärbar sein sollen. Zum Beispiel extrem unwahrscheinliche Begegnungen oder Wiederbegegnungen. Der Fehlschluss ist immer derselbe. Jeder einzelne Zufall für sich genommen ist natürlich astronomisch unwahrscheinlich. Das ist schon richtig. Aber dass immer und immer wieder irgendwo an unvorhersehbaren Stellen unglaublich krasse Zufälle auftreten, das ist praktisch sicher und daher absolut kein Grund für überirdische Erklärungsversuche. Ein konkretes Beispiel sind Todesträume, die in Erfüllung gehen. Das heißt, jemand träumt vom Tod einer anderen Person und diese andere Person stirbt dann tatsächlich kurz danach. Solche Koinzidenzen haben schon viele Menschen dazu gebracht, an überirdische Mächte zu glauben. Der Dortmunder Statistikprofessor Walter Krämer hat einmal eine Modellrechnung aufgestellt und kommt zu dem Schluss, dass Todesträume, die zeitnah in Erfüllung gehen, alles andere als selten sein dürften. Es ist wie beim Blitzschlag oder Lottogewinn. Da, wo es passiert, erscheint es absolut mirakulös und jeder Wahrscheinlichkeit trotzend. Aber irgendwo passiert es halt. Zum Ende dieses Videos sind wir jetzt soweit, allgemeine Checklisten aufzustellen. Wir haben bisher eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Fehlschlüssen gesehen. Hier kommen noch ein paar praktische Punkte hinzu. Zuerst eine Checkliste allgemein für nutzerwissenschaftliche Ergebnisse, also für Leute, die sich auf Basis wissenschaftlicher Ergebnisse eine Meinung bilden bzw. Entscheidungen treffen wollen. Natürlich ist diese Liste nicht abschließend zu verstehen. Die wichtigste Botschaft dieser Folie ist: Nehmen Sie sich die Zeit und seien Sie penibel. Dass man wachsam sein muss, ob die Fakten und Daten, die einem präsentiert werden, tatsächlich die relevanten sind und dass dies nicht immer leicht zu entscheiden ist, das haben wir schon diskutiert. Mit solchen Tricks arbeiten Verkäufer, Vertreter, Finanzberater, aber auch Lobbyisten und Politiker nun ja nicht gerade selten. Oft werden in Verhandlungsgesprächen oder auf Webportalen irgendwelche Zusatzkosten oder Leistungsausschlüsse verschwiegen und erst so spät wie möglich präsentiert, wenn nur noch die wenigsten bereit sind, auszusteigen und sich einen anderen Anbieter zu suchen. Und wo es keine gesetzliche Pflicht zur Information gibt, gibt es meist gar keine Information. Eine Beispielklasse für sich sind Zusatzpakete, die nicht zum angebotenen Paket gehören, deren Kosten also nicht im Angebot von vornherein einberechnet werden müssen, die dann aber doch verbindlich oder zumindest sehr empfehlenswert sind. Etwa Zusatzversicherungen, zum Beispiel obligatorische Kreditausfallversicherung, ohne die man den Kredit nicht bekommt. Deren Kosten muss der Anbieter nicht in den beworbenen effektiven Jahreszins einrechnen. In Summe kommen Kosten heraus, die einem deutlich höheren Zinssatz entsprechen würden. Übrigens könnte man sich auch vorstellen, dass Zinsen teilweise in die Prämienhöhe für die Zusatzversicherung ausgelagert und damit an einer Stelle versteckt sein könnten, an der man vielleicht nicht mehr so penibel die Angebote vergleicht wie beim offiziell angebotenen Kreditzins. Ein anderes Beispiel sind überteuerte Kaskoversicherungen bei Mietwagen. Das beworbene Angebot enthält diese Versicherung nicht und ist dementsprechend billig. Im Angebotstext wird blumig versucht, den Eindruck zu erwecken, dass die tatsächlich im Angebot enthaltene Basisversicherung schon ausreicht. Am Schalter bei Übernahme des Wagens stellt das geschulte Personal die Sachlage dann unverblümt ganz anders dar. Ein immer wiederkehrender Fall ist die unüberlegte oder manchmal vielleicht auch absichtliche Verwechslung von relativen und absoluten Größen. Häufig lesen Sie Schlagzeilen, die beginnen mit immer mehr oder immer häufiger. Selbst wenn das stimmt, was auch nicht immer der Fall ist, machen Sie sich klar, dass immer mehr noch lange nicht viel und immer häufiger noch lange nicht häufig bedeuten muss. Ein häufig zu lesendes Beispiel: Lassen Sie sich nicht einschüchtern durch Schlagzeilen, dass das Risiko für eine bestimmte Krebsart oder eine andere Krankheit um einen beeindruckenden Prozentsatz steigt, wenn man eine bestimmte Art von Lebensmittel gerne konsumiert oder nicht genug Sport treibt oder. In vielen Fällen ist die Wahrscheinlichkeit, überhaupt an dieser Krankheit zu sterben, sehr niedrig. Dann ist sie auch mit dieser beeindruckenden Steigerung immer noch niedrig. Wesentlich sinnvoller als irgendwelche Prozentzahlen ist auch hier wieder, wie viele von 100 oder von 1000 Menschen wirklich zusätzlich sterben.
Diese Zahl ist häufig dann nicht mehr allzu furchteinflößend. Lassen Sie sich genauso wenig beeindrucken von hohen relativen oder absoluten Zahlen, wie vielen Menschen eine bestimmte Behandlung helfen konnte bzw. besser helfen konnte als andere Behandlungen. Die aussagekräftige Zahl wäre hier die sogenannte NNT, die Number Needed to Treat, das heißt die durchschnittliche Anzahl von Patienten, die behandelt werden müssen, damit einem einzelnen Patienten geholfen bzw. besser geholfen wird. Auch diese Zahl ist häufig dann doch eher ernüchternd. Auch dass Begriffe nicht immer das bedeuten, was einem fahrlässig oder sogar von interessierter Seite bewusst suggeriert wird, haben wir schon kurz gesehen. Ich weiß, es macht Arbeit und ist mühsam und langweilig, aber zu jeder Begriffsbildung oder Formulierung, die wirklich zentral für eine wichtige Entscheidung ist, sollten Sie sich genau vergewissern, ob sie justiziabel definiert ist bzw. zum Beispiel bei einer Kaufentscheidung dafür sorgen, dass sie schriftlich justiziabel definiert wird. Ein Beispiel, bei dem schon viele private Autoverkäufer in Probleme gekommen sind, ist der Unterschied zwischen Baujahr und Jahr der Erstzulassung. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist das Wort Baujahr, aber prominent im Fahrzeugschein und anderswo steht das Datum der Erstzulassung. Wenn beide unterschiedlich sind, macht man eine falsche Angabe, wenn man das Baujahr eben einfach aus dem Fahrzeugschein abliest, mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen bis hin zum Betrugsvorwurf. Ein Beispiel aus der Bauindustrie. Das Wort schlüsselfertig wird in der Werbung und sogar in Vertragsbestandteilen gerne verwendet, ist meines Wissens bisher aber nicht eindeutig rechtlich definiert. Wenn der Vertrag den Begriff nicht genauer ausgestaltet, erlaubt das dem Bauunternehmen natürlich einigen Interpretationsspielraum. Das kann für den Bauherrn, also den Endkunden, bei Übergabe dann zu Überraschungen führen, was doch noch alles zu tun ist. Ein weiteres Beispiel zum Thema Wohnen, mit dem ich kürzlich konfrontiert war: Wohnfläche ist etwas anderes als Grundfläche gemäß Wohnflächenverordnung. In die Wohnfläche werden tiefe Dachschrägen nur anteilig eingerechnet, in die Grundfläche hingegen voll. Noch ein besonders problematisches und auch sehr einsichtsreiches Beispiel aus einem ganz anderen Bereich. Wenn Sie einen privaten Krankenversicherungsvertrag abschließen, dann wählen Sie wie anderswo auch einen Tarif. Das Wort Tarif bedeutet hier allerdings viel, viel mehr als sonst, denn alle, die diesen Tarif gewählt haben, bilden für sich genommen eine kleine Solidargemeinschaft. Wird dieser Tarif nun geschlossen, dann altert diese Solidargemeinschaft stetig, sodass die Beiträge massiv steigen. Nach § 204 Versicherungsvertragsgesetz kann man zwar in einen anderen Tarif wechseln, aber da sind durchaus Einschränkungen und Fallstricke zu beachten und der Anbieter muss auf diese Möglichkeit nicht hinweisen. Auch Qualitätsgarantien für Produkte und Dienstleistungen in Form von Zertifikaten, Labels und Ähnlichem sind mit Vorsicht zu genießen. Wenn Sie von einer solchen Qualitätsgarantie angetan sind und davon Ihre Kaufentscheidung beeinflussen lassen, dann recherchieren Sie trotzdem genau, was die Garantie wirklich besagt und was nicht. Ein häufiges Beispiel ist Bio versus Öko. Zum Beispiel kenne ich im Bereich Bauen und Wohnen einige Fälle von Werbung, in denen ein besonderes Maß an schadstoffarmer Wohngesundheit implizit suggeriert und dafür das eine oder andere Zertifikat benannt wird. Schaut man genauer hin, dann besagt das Zertifikat in diesen Beispielen etwas ganz anderes, nämlich dass die Produktion in der Fabrik Mindeststandards bezüglich Umweltschutz erfüllt. Immerhin, aber eben nicht das, was die Zielgruppe solcher Werbung eigentlich will. Dazu gibt es sogar einen deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag. Known Unknowns sind die Einflussgrößen, deren Wert man zwar nicht kennt, aber man weiß wenigstens, dass sie existieren. Unknown Unknowns nun sind wichtige Einflussgrößen, die man nicht berücksichtigen kann, weil man von ihrer Existenz überhaupt nichts weiß. Wobei dieses Nichtwissen zuweilen nicht aus echten Erkenntnislücken resultiert, sondern daraus, dass man über die Konsequenzen einfach nicht ausreichend nachgedacht hat, manchmal vielleicht auch nicht nachdenken wollte. Das kann man regelmäßig in allen Ressorts der Politik beobachten. Irgendeine Regulierung wird eingeführt. Die Menschen, die reguliert werden, agieren aber nicht so, wie es die Regulierer selbstverständlich und unreflektiert vorausgesetzt haben, sondern sie zeigen ein Ausweichverhalten, das die Regulierung häufig ad absurdum führt und genau das Gegenteil des Erwarteten wird erreicht. Oft hätte man sich das auch vorher überlegen können. In der Wissenschaft sind Unknown Unknowns unvermeidbar in jeder Modellbildung drin. Jedes Modell für einen komplexen Sachverhalt kann immer nur einen Ausschnitt der Realität abbilden. Alle Aspekte, die nicht im Modell abgebildet sind, sind de facto Unknown Unknowns, solange man nicht über die Begrenzung des Modells hinausschaut. Da man auch mit noch so viel Überlegung und Recherche nicht garantiert alle Unknown Unknowns finden kann, ist es generell ratsam, eher vorsichtige Entscheidungen zu treffen. Möglichst immer nur mit einem Plan B, über den man aus der Sache wieder herauskommen kann, wenn Plan A sich mittendrin als Fehlentscheidung erweist.
Eigentlich eine banale Trivialität, sollte man meinen, wird aber nach meiner Einschätzung viel zu häufig nicht bedacht. Fragen Sie doch einmal den Anbieter oder den Politiker, der Sie von etwas überzeugen will, doch einfach mal nach dem Plan B für den Fall, dass der Vorschlag doch nicht klappt. Wie auch immer die Antwort ausfällt, sie wird sicher sehr aufschlussreich sein. Mein Lieblingsbeispiel hierfür hat tatsächlich mit Obst zu tun. Eine große deutsche Wochenzeitschrift hat vor einigen Jahren einmal die Preise verschiedener Produkte in zwei aufeinanderfolgenden Jahren miteinander verglichen. Die mit Abstand größte Preissteigerung vom ersten Jahr zum zweiten Jahr fand sich bei Weintrauben. Der entscheidende Punkt war nur im Kleingedruckten zu finden. Im ersten Jahr wurde die Erhebung im September durchgeführt, im zweiten Jahr im Juni. Nun, diese wissenschaftlich festgestellte hohe Inflation, speziell beim Preis von Weintrauben, dürfte wohl zwanglos aus diesem Umstand erklärbar sein. Dieses Beispiel kann man noch weiterdenken, repräsentativ für viele andere Fälle. Auch wenn beide Erhebungen in beiden Jahren am selben Datum gewesen wären. Offenkundig ist der Preis für Weintrauben und vieles andere so volatil, dass eine kleine Momentaufnahme nichts anderes als ein reines Zufallsergebnis sein kann. Dieses Video richtet sich ja insbesondere an publizierende Wissenschaftler, daher auch eine Checkliste für wissenschaftliche Veröffentlichungen. Auch diese Liste ist natürlich nicht abschließend zu verstehen. Die wichtigste Botschaft auch dieser Folie ist: Nehmen Sie sich die Zeit und seien Sie penibel. Bei seriösen, hoch angesehenen Publikationsorganen werden Sie diesen Rat sowieso beherzigen müssen, um mit guter Wahrscheinlichkeit angenommen zu werden. Das gute Gewissen durch saubere Arbeit ist dann noch Ihr Bonus. Damit vermeiden Sie Konfusion und Ärger auf Seiten derjenigen, die über Annahme oder Ablehnung Ihres wissenschaftlichen Beitrags entscheiden. Wenn Wörter oder Formulierungen tatsächlich missverständlich sein könnten, stellen Sie sicherheitshalber die Bedeutung vor der ersten Verwendung noch einmal klar. Schadet nichts. Achten Sie auch darauf, dass Sie Wörter und Formulierungen, aber etwa auch mathematische Notationen, strikt konsistent verwenden. Auch dies ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, sollte man meinen. Ist es aber leider nicht. Es gehört zum sauberen wissenschaftlichen Arbeiten, dass man strikt unterscheidet zwischen den Resultaten und den daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen. Wir hatten das Thema schon in der ersten Hälfte des Videos. Das prägnanteste Beispiel ist Korrelation versus Kausalität. Korrelation ist ein Resultat, Kausalität eine Schlussfolgerung. Ein anderes Beispiel für Schlussfolgerungen sind aus empirischen Daten abgeleitete Empfehlungen. Wir hatten dort auch schon bemerkt, dass Resultate und Schlussfolgerungen in Texten zuweilen eng vermischt sind, teilweise sogar im selben Satz, sodass der nicht eingeweihte Leser nicht mehr zweifelsfrei auseinanderhalten kann, was jetzt noch Resultat und was schon Schlussfolgerung ist. Das geht natürlich gar nicht. Ideal wären zwei verschiedene Kapitel für Resultate und Schlussfolgerungen. In manchen Disziplinen ist das Standard, aber nicht überall. Dieser Punkt ist im Grunde nichts anderes als der Appell: Seien Sie vorsichtig und selbstkritisch bei Ihren Schlussfolgerungen. Die meisten Folien dieses Videos widmen sich verschiedenen Möglichkeiten, ungerechtfertigte Schlussfolgerungen zu ziehen. Daher keine weiteren konkreten Beispiele hier mehr nötig. Sehr häufig werden ganz einfache, manchmal sogar offensichtliche alternative Erklärungen für empirische Sachverhalte schlicht und einfach übersehen. Neben einem Mangel an Fantasie und Kreativität scheint der sogenannte Confirmation Bias die Hauptursache zu sein. Damit wird der psychologische Mechanismus bezeichnet, dass man Fakten und Meinungen, die ins eigene Weltbild passen, subjektiv überzeugend findet und im Gedächtnis behält, die entgegengesetzten Fakten und Meinungen eher nicht. Und natürlich werden alternative Erklärungen zuweilen auch nicht so ganz versehentlich übersehen, wenn sie den eigenen Interessen zuwiderlaufen. Alternative Erklärungen sind zudem oft langweilig und daher nicht geeignet für hochkarätige oder gar aufsehenerregende Veröffentlichungen. Einen wichtigen Punkt möchte ich hier ein weiteres Mal ansprechen. Sie werden nicht umhinkommen, Daten zu aggregieren und oder ihren Verlauf zu analysieren. Wir haben gesehen, dass in beidem subtile Fallstricke lauern. Wir sind nun am Ende unserer kleinen Rundtour angelangt. Vielleicht wollen Sie mehr dazu lesen? Da empfehle ich zunächst einmal den Artikel Misuse of Statistics in der englischsprachigen Wikipedia. Leider bis zum Tag dieser Aufnahme ohne deutsche Übersetzung. Schauen Sie sich auch die Kategorie desselben Namens in der englischsprachigen Wikipedia an. Leider ebenfalls bislang ohne deutsche Entsprechung. Ich denke, die folgenden deutschsprachigen Bücher sind leicht zu lesende Einstiege. Bei logischen Fehlschlüssen denke ich an die beiden Bücher von Rolf Dobelli,
52 Denkfehler bzw. 52 Irrwege, die sie besser anderen überlassen. Zu Fehlern im Umgang mit Statistik gibt es diverse leicht verständliche Bücher von Walter Krämer oder Gerd Bosbach. Darin werden nicht nur Fehlschlüsse thematisiert, sondern auch absichtliche Manipulation, was nicht Gegenstand dieses Videos ist. Gerd Bosbach unterhält auch einen lesenswerten Blog namens lügenmitzahlen.de. Der Klassiker zum Thema Manipulation ist das Buch von Daryl Huff, leider meines Wissens nur in Englisch. Die Wikipedia-Artikel zu den einzelnen Begriffen, die ich in diesem Video verwende, nebst den Artikeln, auf die dort verlinkt wird, sind ebenfalls gute Einstiegspunkte. Aber das Allerwichtigste ist natürlich, den Stoff dieses Videos nicht einfach passiv zu rezipieren, sondern als Leitfaden zu nutzen, um die eigenen Sinne systematisch zu schärfen. Egal ob beim Zeitunglesen, beim Einkaufen oder bei der Arbeit, im wissenschaftlichen Bereich oder anderswo.